come quietly or there will be trouble. Your move, creep.
come quietly or there will be trouble. Langsam klappt das mit der Pünktlichkeit. Was lobe ich mir? So, eine wunderschöne und gute Abend, Hallöchen da draußen. Neue Schnuckis. Oh, Black Sushi, was ist denn da passiert? Hallöchen, guten Abend. Sanfte Grüße. Wie geht's euch zusammen? Ist euch okay? Kann ich hier die Expresslieferung zum Mars abgeben? Sie. Also Express weiß ich nicht, aber ja. War Essen gerade und ich bin auch noch recht fit. Liebe Außerirdischen. Was habt ihr mit dem Freddy gemacht? Oder bringt einfach den echten zurück? Hä? Der Opa. Dankeschön. Geht ja heute noch zum Mars. Ja, eigentlich schon. Ist der Plan. Ich habe heute den Lounge-Stream von Keoken gesehen. War sehr lustig, hat wirklich Spaß gemacht. Oh Gott, haben die sich gefreut. Um 16 Uhr haben sie da die Sektkorken knallen lassen, haben sie Kuchen und alles. Ah, richtig süß. Richtig, richtig nett. Also das war schön. War gut zu gucken. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es den noch auf On Demand gibt bei Keoken, aber war echt schön. War lustig. Zwei Leute waren auf YouTube als Zuschauer und irgendwie knapp 100 dann auf Twitch. Ja, das mit YouTube klappt, glaube ich, nicht so gut. Sodele, sodele. Ja. Ich musste erstmal hier. Und jetzt rastet die Grafikkarte schon wieder so derb aus. Ich selber ist aber da. Also, ich bin also das Spiel ist noch nicht so hundertprozentig optimiert, habe ich so das Gefühl. Ist schon. Nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Müssen wir gleich mal im Spiel gucken, ob wir noch was runterballern müssen. Oder ob ich DirectX 12 ausmache. Ich muss mal gucken. Werden wir sehen. Wenn es ruckelt, kriegt ihr das schon mit. Monat. Oh Gott, ist der Opa schon dick. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Na, wo kommt das Skelett denn weg? Welches Skelett? Ach, du meinst den Opa. Naja. Ja, ne. Eigentlich wird er immer fleischiger. Gefühlt. In der Tat. Jau. Also ich denke mal, alle, glaube ich, die hier sind, kennen Deliver Us the Moon. Das ist jetzt der legitime Nachfolger. Knüpft auch geschichtlich an den ersten Teil an. Seht ihr dann aber auch. Das Spiel hat deutsche Untertitel und jetzt kommt's. Badumtis. Deutsch synchronisiert. Das ist doch mal was für euch, oder? Deutsche Synchro. Ich hoffe nur, dass sie auch gut ist. Bin mal gespannt. Nur zum Aufregen. Gibt's auf YouTube. Kannst du den gucken? Nur zum Auffrischen. Ich will's live. Dafür bin ich nicht zuständig. Dafür bist du verheiratet. Aus der Nummer bin ich fein raus. Mann. Sudele. Aber er hat dir nicht erklärt, Freddy, wo er hergekommen ist, ne? Aber ich schätze mal, der Opa ist zur Vernunft gekommen und arbeitet jetzt hoffentlich ein bisschen weniger.
Oder sagen wir mal zumindest nach geplanten Zeitvorgaben, die ursprünglich mal angedacht waren. Heißt ja nicht, dass es wirklich weniger wird. Also kürzer. Nennen wir es kürzer. So wie der Sondelbar. Der Sondelbar, der ist immer irgendwie... Oh, Sushi auch noch. Danke. Dankeschön. Ich habe ihn schon öfters mal Valheim zocken sehen. Also kann es nur besser werden. Ja, das ist gut. Das ist gut. Sehr schön. Danke dir, Sushi. Abonniert schon 3 Monate. Dann sind das ja insgesamt schon 38 Monate. Über 3 Jahre. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wann setzt denn der Opa sich mal wieder hin? Ohne Scheiß, ich habe letztens davon geträumt, dass wir wieder so einen Besowski-Stream machen. Mit Tekken und so einem Kram. Keine Ahnung warum, aber war so. Nope, letzte Woche 3-mal Strom weg in der Firma. So ist das, wenn man immer die falschen Batterien kauft. 3-mal Strom weg letzte Woche. Ist euer Infrastruktur stromtechnisch nicht für euren Verbrauch ausgelegt mehr? Müsst ihr da auch noch aufrüsten? Oder sagt die Stadt einfach, Leute, nö. Wo habt ihr euer eigenes Kraftwerk auch mit dabei? Das verstehe ich nicht. Oder eine neue Rattenplage. 3-mal Strom weg in einer Woche. Pff. Das heißt, Nassanlage, also was heißt in der Firma? Wahrscheinlich das ganze Gelände auch oder was? Und nicht nur abteilungstechnisch. Och, ey. Stromausfall, Nassanlage, ja geil. Donnerstag 12 Stunden, Montag 11 Stunden, am Samstag die neue Anlage von Sachgar. Ja, das macht doch Laune. Ich meine, diese Hölle? Da geht ja richtig zur Sache da. Voll uncool. Und zu Hause, weil Bereitschaft. Keine 5 Minuten statt das Telefonspiel. Vibrationsalarm ausmachen, dann bleibt das eigentlich liegen. Wird also nicht mal vergütet. Ich freue mich. Ja. 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 Aber versuch's positiv zu sehen. Es war zwar Bereitschaft, aber du musstest nicht vor Ort. Immer noch mal versuchen, das Positive rauszunehmen, damit es nicht ganz so scheiße ist. Aber wie ein guter Chef dir dann sagen würde wahrscheinlich... Herr Apokalypse, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Schwacher Trost, glaube ich. Das glaube ich. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es viel besser wird, aber es wird nicht ganz so scheiße. Aber du hast dann Bereitschaft bis 14 Uhr oder grundsätzlich das Wochenende ist das dann besser wird's erst, wenn der Deckel zugeht. Ja, nee, ja, nee. Nee. Kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. So ganz ohne Internet. Montag bis Sonntag, geil. Da hat man ja so richtig Bock für. Dann kam die Mittagsschicht, der kennt sich aus. Du meinst der Typ, der aus den Kugelschreibern im Helikopter bastelt? Davon bin ich jetzt aber auch ausgegangen, dass du die Anlage im Griff hattest. Ich meine, wer sonst, wenn nicht du?
Und nach Feierabend soll es dir scheißegal sein. Im besten Falle. Solange die Anlage zur neuen Schicht wieder läuft, wo du anfängst. Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir gleich noch was ändern müssen an den Einstellungen. Meine Grafikkarte ist jetzt im Bildschirm. Jetzt mal eben schon auf einer Auslastung von 80%. Und jetzt hat die Klappe, ich hab Feierabend, sagt wer. Außerdem habe ich davon nicht angefangen. Ja. Wir gucken mal. Ich werde das Spiel jetzt gleich mal starten. Und dann schauen wir mal, ob das taucht. Wie gesagt, die Grafikkarte steht jetzt schon bei 80%. Keine Ahnung warum, aber... Scheint ein bisschen noch nicht so well optimized zu sein. Schätze ich mal. Aber ist ja nun mal... Release Day, ne? Oder soll ich das mal machen? Und dann müsste ich das Spiel neu starten. Weiß einer genau, was der Unterschied zwischen DirectX 11 und 12 ist? Frage ich für einen Freund. Eins. 12 ist teuer. Ist plus 1. Sehr schön. Ein einfaches Nee hat aber auch gereicht. Hör auf. Ich werde mal jetzt auf DirectX 11 umstellen. Ich hoffe, der übernimmt das auch so. Weil der hat spult nur noch Stunden. Ne? So machen wir das. Alter. 80% im Titelbildschirm. Was ist scheiße? Ach, das Lustigste habe ich euch ja gar nicht erzählt. Habe ich das Spiel runtergeladen? Start es einmal, mach hier die Einstellungen, check das kurz, geh wieder raus, weil einige Einstellungen sich nur nach dem Verlassen des Spiels und Neustarten wieder einspielen sollen. Starte das Spiel dann erneut und da kriege ich irgendwie eine Absturzmeldung von der Unreal Engine. Das war geil. Unreal Engine, nö. Unreal Engine, nö. Unreal, nö. Dateien neu gemacht. Also hier kontrolliert auf Steam und eventuelle Reparatur. Nö, war aber alles in Ordnung. Welche Scheiße. Was ist denn nur los? Steam beendet, Steam neu gestartet. Spiel gestartet, Update. Nochmal irgendwie 2 GB runtergeladen. Oh, bescheuert. Aber gut. So ist es eben. Ja, jetzt sind 2 Weintrauben, dann ist Ruhe. Jetzt sagt er mir 46% Auslastung. Damit kann ich leben. Ich muss mich damit mal beschäftigen, DirectX 12. Ich glaube, das lassen wir dann mal weg, dieses DirectX 12. Weil du hast ja schon eine potente Grafikkarte und dann rastet die so aus. Ist ja auch nicht Vollbild hier. Nee, noch nicht. Über meine Frau zu organisieren. Ne? Ihr wisst Bescheid. Ja. So. Ihr Hübschens. Also ich bin ja echt mal gespannt, wie es wird. Jetzt geht doch mal jeder aufs Klo und dann reiten wir los. Das war ein Befehl! Ja, natürlich. Ach Gottchen, Leute.
Oh, ich bin schon auf, bin schon aufgeregt. So. Nein, nicht fortfahren. Blödsinn. Geh weg. Aus. Aus. Oh, geht ja schon wieder gut los hier. Außerdem muss ich da noch die Szene weg. Hallo, hör auf damit. Schluss. Schluss. Und es ist schon wieder so laut. Hau-Menü. So. Okay, muss mal. Ja, gut. Ich sag mal, wenn die Intro laut ist, ist egal. Dann müsst ihr jetzt durch. Und dann gucken wir gleich mal bezüglich des Spiels. So, wir spielen mit Le Contrôleur gleich. Ist er Bescheid. Na dann. Bierzüglich, genau. Ich würde sagen, rufen wir mal den Service an und lassen uns den Mars delivern. Los geht's. Die ist schon längst auf Mission. Hallo, Erde an Kathy. Hallo, du Erforscherin. Hey. Kleine, schau. Ich habe für mein Mädchen einen neuen besorgt. Yay! Doch bevor ich ihn dir gebe, musst du versprechen, dich besser um ihn zu kümmern. Okay. Nicht wieder kaputt machen, wie die davor. Versprochen. Ein Mondbär für mein Mondbär. Wie ein Hund, der Knochen sieht. Ich bin fast soweit, Kathy. Ich zieh mir nur noch schnell meinen Tauchanzug an. Übertreib mal nicht, Schatz. Schule und Arbeit hören nicht auf. Geh's mal langsam an. Ich weiß, aber ich habe die Zeit vergessen und der Lernstoff ist so faszinierend. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Birnbaum. Versprochen? Ja. Warum läuft die eigentlich in dem Taucheranzug rum? Okay. So, nein, wir wollen hier so gehen, strafen, umsehen. Oh, wen können wir denn bestrafen? Das ist Strafing. Okay. Okay. Strafen. Sehr schön. Strafen ist gut. Starbears. Oh, wie geil. Ich mag das ja, ne, diese Anspielung. Das war ja schon ähnlich bei Guardians of the Galaxy. Das gucken wir uns jetzt mal. Oh. Ach, das ist hier, das ist die, hier, Deliver Us the Moon Anlage ist das. Ja. Kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Nö. Kannst wieder weglegen, das ist schön. Moonman, ah, hier. So, Ausgabe 1, weite Reise. Ausgabe 2, erster Kontakt. Konrad von Scheik, Illustration Amira Torka. Schicksal der Welt steht immer noch auf dem Spiel und ein mutiger Astronaut reist zum Mond. Seine Mission, herausfinden, warum die Mondkolonie keine Funksprüche mehr sendet. Das haben wir letztes Mal gemacht, ja. Auf einer verlassenen Raumstation findet er Hinweise darauf, dass sein alter Freund auf dem Mond vielleicht noch überlebt hat. Schafft der Astronaut es, von der zerstörten Raumstation auf den Mond?
über die Autoren. Der Autor Konrad von Schaik und die Künstlerin Amira Torka nutzen ihre gemeinsame Stationierung auf der Copernicus-Mondzentrale als Inspiration, um diesen spannungsgeladenen Thriller zu erschaffen. Ja, das war ja im Grunde so der Plot von Deliver Us the Moon. So, okay. Ist ein bisschen dunkel, das Spiel, gell? Oder zumindest in den dunklen Ecken. Also wirklich dunkel. Oh, ein Ace. Ein Ace. Kennt ihr auch noch. Hui. Schade, man müsste den jetzt in der Hand nehmen können und fliegen. Aber gut. Ace hat jetzt keinen Bock. Das. Sorry, das finde ich geil. Ich will so ein Poster. Raumanzug-Simulation. Wer hat gerade sein mit dem Anzug da? Ach komm, das Poster ist ja mal mega. Ey, ich hoffe, die verkaufen das irgendwann mal. Ich glaube, das muss ich haben. Das wäre mega. So. Oh, da ist noch was. Ah nee, doch, das war die Zeitschrift. Alles klar, los geht's. Oh. Hä? War sie hier nicht vorhin noch drin? Ah. Will die Menschheit. Will die Zukunft. Kathy, hör auf rumzuschnüffeln. Ich will mich umziehen. Ich komme gleich runter. Du kannst mich mal. Bin ich hier schon mal drin. Oh, Claire Johansson. Ach so. Ach, Mann. Abgabe, Claire, das Trolley-Problem. Erklärung, bla, heute schon fertig. Und da ist nichts weiter. Okay. Gut. Wie das war's? Kann ich hier nicht die Tür aufmachen? Wenn du dich umziehst? Und wir kennen uns doch schon länger. So. Oh, geil. Oh, cool. Guck mal. Schön. Oh. Die Bettdecke aus dem Hals. Ich verstehe die nicht. Ist nix. Wie schön das aussieht. Das ist übrigens in Anführungsstrichen nur die Unreal Engine 4. Bin ja mal gespannt, die Unreal Engine 5, was die so rausreißt. 37 bis 47. Du bist immer noch mein Gravitationszentrum. Liebe Liz. Oh, ist das süß. Ich glaube aber, den haben wir auch gesehen. Im ersten Teil. Naja, gut. Wir gehen mal runter. Ob hier Türen sind, hier nur Deko. Schönes Haus gefunden, gleich um die Ecke vom Campus. Wir sollten einen Gratisumzug für die Treue bekommen. Ach, Lizzie, noch so eine Saison, die ganze Gegend wird zu einer reinen Wüste. Können wir nicht noch warten, bis die Kinder aus der Schule sind und ich wenigstens einmal eine Assistenzzeit zu Ende bringe? Ich will uns doch nur beschützen. Lustig. Die Kinder haben einen Vater, der zum Mond pendelt. Schutz bedeutet etwas anderes für sie. Stimmt wohl. Ich will ihnen nur etwas Normalität geben, okay? Mamas und Papas dürfen sowas machen. Tut mir das war laut. Eilmeldung, wir sind live an der Südgrenze von Colorado in den Vereinigten Staaten, wo zwischen Flüchtlingen und dem Grenzschutz ein Kampf ausgebrochen ist. Präsident Van Santen verurteilt die Gewalt und kommentiert... Wolltest du nicht mit Claire schnorcheln gehen? Hä? Okay, gehen wir, Kathy. Spektakulärer Heldsprung, Schatz. Danke. Ein wahrer Athlet. Ihr wollt doch irgendwas vor den Kindern ich verheimlichen. Hast du was gezerrt? Du kannst es ja von ihr rausmassieren lassen. Boah, die Sonne ist ja mega gut, die Beleuchtung. Mondbär kommt mit zum Schnorcheln? Ja. Claire, pass bitte auf sie auf. Es treiben immer noch viele Trümmer herum. Ich weiß, Dad. Keine Sorge. Na komm. Warte mal, Schatz. Du nimmst doch nicht etwa Mondbär? Okay, Dad. Hab dich lieb. Und jetzt ins Wasser mit dir, bevor Dad dich erwischt. Na komm. Wieso erwischt? Lol, guck mal. Das Spielhaus auch in Form einer Rakete. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, das kann... Kathy, was habe ich gesagt? Aber Mondbär will auch schnorcheln. Gib mir den Bären, du kleine Chaotin. Nein. Ich schwöre, das Freche hast du von deiner Mutter, nicht von mir.
Okay, ja, kriegt ihn nicht. Gut. Ach, das dürfen wir jetzt doch machen. So, das ist übrigens die schnellste Gangart bei ihr anscheinend. Na komm, Kathy, spring rein! Alto, Belly. Warte, spring A? Mondbär? Kannst du mich hören? Dad? Ist ja gut. Ich werde dich jetzt da rausholen, okay? Komm schon. Dad? Ist ja gut. Bin da, Kleiner. Alles okay. Ayla? Ayla! Ayla! ASI Einheit 7633-R. Eigentumstransferautorisation 170544. Isaac Johansson. Sag deinen Namen. Kathy Johansson. Egal was passiert, bleib immer dicht bei Ayla. Lass sie nie außer Sicht kommen, okay? Schon okay. Ich hab dich, ich hab dich. Hör zu. Okay. Wir müssen jetzt leise sein, okay? Nein. Jetzt hör mir gut zu. Wir müssen hier weg. Wir müssen weg. Wie fühlst du dich? Kannst du gehen? Wo ist Mondbär? Dafür haben wir jetzt keine Zeit, Schatz. Ich will Mondbär. Ich glaube, er ist hier irgendwo. Mach schnell. Ich glaube, er ist hier irgendwo. Ja, okay, so kann ich jetzt nicht springen. Also, das ist nicht möglich. Mondbär! Wo bist denn du? Oh. Benötigte Bedingungen erfüllt. MPT-Verbindung wurde wiederhergestellt. Protokoll Kryoport Isaac Johansson Autowecken aktiviert. Okay. Wo ist Mondbär? Hat einer von euch Mondbär gesehen? Konnte man heute übrigens, es gibt den tatsächlich als Plüschtier, den konnte man im Stream gewinnen. Ich war jetzt nicht dabei. Und die haben drei Keys verlost. Geh und suche Mondbär. Habe ich auch nicht gewonnen, sonst hätte ich den hier heute mal in die Runde gekloppt. Aber nö. Der Glückliche war ich nicht. Aber ein anderer deutscher Streamer unter anderem, ganz, ganz kleiner auch, der hat den Key gewonnen. Ich sehe Mondbär nicht. Aber ich kann mich ducken. Ich sollte vielleicht auch mal lesen, was da so steht. Komm ich da? Ach, guck mal, da ist Mondbär. Ja, da doch. Mondbär. Wer wohnt denn hier? Hab ihn. Gut, jetzt komm her. Ich brauche deine Hilfe. Mondbär. Ducken. Da ist ein Schalter am anderen Ende des Raumes. Wenn er angeht, musst du draufdrücken, okay? Okay. Jetzt, Mondbär. Gut so. Okay, Zeit zu gehen. Was ist hier los? Ziele. Folge Dad. Dad duckt sich. Bleib unten, Schatz. Sie dürfen dich nicht sehen. Wer sind die denn? Okay, gehen wir. Okay, hör genau zu, Schatz. Im Raum am anderen Ende dieses Lüftungsschachtes ist Ace. Rose's Ace? Ja, wir müssen ihn unbedingt holen und zu ihr zurückbringen. Ace hat mich am liebsten. Nach Rosa. Stimmt, genau. Deswegen musst du jetzt da hochklettern und ihn zu dir rufen. Leise, okay? Okay. Ah, jetzt darf ich auch klettern. Vorher durfte ich's nicht. Sie nehmen uns nicht mit. Kapierst du das nicht? Sie lassen die Vita-Gruppe zurück. Wir sind... Also, wollen Sie die Erde aufgeben? Sagen wir dem Team, dass wir einen ASI des Rates haben. Wir brauchen mehr von diesen Hologrammen. Ace! Ace, ich bin's. Hi. Komm mit. Stimmen laut genug? Okay. Komm, Ace. Einheit Nummer 67354-N. Starte Übergabeprotokoll. Lunarrad Überbrückung. Isaac Johansson. Code 170544. Ace mag das nicht. Ist schon gut. Er weiß nicht, dass wir ihn zu Rosa zurückbringen. Isaac Johansson.
Wir müssen uns beeilen, Mondbär. Sie suchen bestimmt nach uns. Aua, meine Beine tun weh. Komm, ich trage dich. Erwischt, bringen Sie mich weit von ihr weg. Wo gehen wir hin? Wir gehen zur Outworld, Moonbear. Zusammen. Funktioniert. Moment, warum öffnet sich Vitas Tür nicht? Komm schon, komm schon! Ich habe keine Ahnung. Alter, was passiert denn hier? Soll ich die Tür öffnen oder nicht? Ich weiß nicht. Ich muss diese Tür aufkriegen. Schnell, mir nach. Nein! Okay. Ey, Papa! Automatische Startsequenz initialisiert. Alter, ist das groß! Und ist das laut hier! Schnell zur Tür, Mondbär! Ich bin fast durch. Komm schon! Nicht so, und ich hab noch gedacht, zieh dir lieber Schuhe an. Lauf, kleines Mädchen, lauf! Biatch! Ja, schön, wie du auf deine Tochter achtest. Ich komme, Mondbär. Claire, sie ist halt! Nicht. Das ist doch die Vorgeschichte zu Deliver Us the Moon. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Es interessiert mich halt nur, warum hängt sie so sehr an ihrem Dad und nicht... Ist Claire ihre Mutter? Meine doch. Ich bin aber nicht sicher. Sieh zu, dass sie da rauskommt. Wenn der Raketenantrieb ballert, das weiß ich ja nicht. Und der düst doch jetzt nach Luna, meine ich. Den Auslegern. Weiß nicht, ob die schon auf dem Mond sind. Das weiß ich nicht. Zumindest habe ich es gerade nicht richtig mitgekriegt. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass sie noch auf der Erde sind und dass das die Vorgeschichte zu Deliver Us the Moon war.
Also die Vorkommnisse, warum da auch ein Astronaut alleine war. Und der Joe Hansen, der Doktor, der war ja auch immer Thema da. Eine Übertragung von einem anderen Planeten stellt Kathys Welt auf den Kopf. Tschüss, Papa. Und bring mir was Schönes mit. Dedmann-Brüdern. Ja, die durfte ich ja kennenlernen auf der Gamescom vor Jahren. Juckt mein Auge, Alter. Nervig. Was meinst du, Ayla? Meinst du, es hält noch eine Weile lang das Relikt? Ja. Die Kacke aus. Ich auch nicht. Oh, mein Auge, was ist los? Du hättest doch schon längst fertig sein sollen. Ist dir der Hintern vor lauter Rumsitzen wund? Du kannst gern raufkommen und mir helfen. Hm? Nee, passt schon. Außerdem wäre ich keine große Hilfe. Das stimmt. Wärst du nicht. MPT-Systeme sind nur was für Nerds. Schon klar. Schon klar, Kumpel. Sei ehrlich, du fühlst dich von mir und meinem Superhirn bedroht. Du und dein Superhirn brauchen trotzdem einen Dienstälteren wie mich, um in einer MPT-Schüssel zu werkeln. Schon vergessen? Hast du etwa zugegeben, dass du alt bist? Jedenfalls, bin fast fertig. Muss nur was von den Platten abschneiden, die den Hohlleiter blockieren. Sagst du der Zentrale, dass die Schüssel soweit ist? Hab ich schon. Denk dran, die Streampunkte mit den Empfängern zu verbinden. Mhm, mach ich. Repariere die MPT-Schüssel. Räume mir das Hindernis aus dem Weg. Hindernis? What kind of Hindernis? So. Machen wir erstmal ein bisschen hier. Es ist zwar nicht viel zu sehen, aber das gucken wir uns an. Ich frage mich allen Ernstes, wer hinterlässt das hier so? Für immer. Hä? Oh, das ist Highspeed. Okay. Dann gehen wir nochmal runter, würde ich sagen. Bell. So. Ja. Renn doch nicht so. Ach, da hinten. Ah, alles klar. Kann ich auch schnell runter? Nein! Oh, okay. Nicht A drücken auf der Treppe. Nicht machen. So. Oh, sie kann klären. Oh, guck mal, die können Sachen mittlerweile. So, RT, schneiden. Oh Gott. Nein. Oh Gott, das ist geil. Oh Gott.
soll ich noch schneiden? Ne? Was soll ich noch schneiden? Ach da! Oh Junge! Da bin ich kompliziert. Zick, zack, zick, zack. Okay, das ist mit den Sticks im... mit den Sticks zu machen. Das ist gar nicht... Sehr gut. Juhu! Gut, jetzt noch die Streampunkte verbinden und fertig. Jetzt, wo du sagst, die Streampunkte. Ja. Wo sind denn die Streampunkte? Okay, gehen wir mal da runter. What? Ja, die Streampunkte. Kennst du die nicht? Er meinte Leiter. Warte, was habe ich gesagt? Ups. Was tue ich hier? Bin ich überhaupt richtig? Er sieht alles auch wirklich nicht sehr vertrauenserweckend aus hier. Und warum geht hier eine Taschenlampe an? Wie geht denn die wieder aus? Ah, rechter Stick drücken ist lasche Tampe. Warte, wir gehen mal gucken. Stopp. Wir sind hier aber nicht in New Mexico, oder? Treppe hat er gesagt. Ja, das ist schlecht. Ach, hat Stufen. Ah ne, eine Leiter hat Sprossen, ne? Oder wie war das? Gut, vergessen Sie alles. Guten Morgen. Eine echte Leiter. Wenn die was auf sich hält, dann hat die Sprossen. So, also nicht A drücken. Aber man kann leider nicht die Leiter runterrutschen. Verdammt die Scheiße. Aber schön ist schon. Also. Dafür, dass sie so little sind, ist das echt gut. Willkommen auf der Erde. Nur noch die Streampunkte verbinden, dann bin ich da. Willkommen auf der Erde. Was sind du von mir? Wo kann man denn streamen? Muss ich da rein? Warte. Lass mal gucken. Hallo? Klopf, klopf. Hier scheint auch nichts zu sein. Muss ich denn dann da jetzt rein oder nicht? Hä? Da ist ein Streampunkt, ja. Ach, da können wir ja mal gucken. Wir gucken! Kann schon wieder was schneiden. Ach Gottchen, okay. Muss ich hier noch die Rollos hochmachen oder was? Was ist, hä? Was kann ich jetzt noch schneiden? Ach, das da. Hä? Nee. Hä? Wie sagt sie mir schneiden? Decke? Ah, die ist an der Decke. X ist an der Decke. Vorm Fenster, das könntet ihr. Wer macht denn das? Alter, Leute, wenn ihr Feierabend macht, ja? Oder hier Arbeit ist, dann hier und so. Vorm Fenster, guck mal. Warte mal. Ist ja auch geil. Da machen sie hier ein Fenster hin und rammeln das komplett dicht mit Zeug. Okay. Juhu. Tommy, moin! Rot, grün. Mega!
heute leider etwas später. Ja, soll ich sagen, ne? Selber schuld. So, und was nun? Ziel auf das Ding an dem anderen Raum. Womit? Da ist noch was. Nein. Wie kamen die Leute vor Stream klar? Da muss ja Warum? Das ganze Wohnzimmer ein einziger Kabelsalat gewesen sein. Ganz genau ehrlich. Genau so war's. Gute Zeiten. Okay, jetzt noch den Empfangspunkt zum Verbinden finden. Also ich würde das hier anders machen. Ich würde ja jetzt erstmal sagen, so. So. Und dann den anderen wieder um. Alter, was ist denn das für ein Schaltpult? Schon wieder das Game... Hatte ich ja gesagt, sobald das Spiel draußen ist, werden wir das hier machen. Oh, was ist denn das da? Oder hast du dann gar keinen Saft mehr? Nein, der dritte. Habe ich es jetzt? Begib dich zurück. Ja, dann begebe ich mich zurück. Okay. Wow. Also, wer sich an den ersten Teil erinnert, der weiß, so Third Person war ja gar nicht. Schon mal gar nicht wirklich zum vorne angucken. Ne? Wir haben ja unser Astromännchen immer nur mit Helm und von hinten gesehen. Und andere Protagonisten gab es gar nicht. Das ist die dritte Anlage, die ich mit Stream verbinden musste. Diese Schüsseln sollten nicht mit Notstrom laufen. Genauso wenig wie alles andere hier. Diese kleineren Cascrain-Antennen halten keinen Thermoschock mehr aus. Zumindest solange dauerhaft Strom durch sie fließt. Dir ist schon klar, dass du nur Kauderwelsch redest? Komm, sogar du weißt, was ein Zyklotronwellengleichrichter ist. Also, jetzt denkst du dir was aus. Steige ein. Ich gucke mir ja gerne mal Nummernschilder an, um zu gucken, ob die irgendwas sagen, aussagen, die Dinger, aber... Ne. Hallo? Ich würde gerne... Hier darf ich interagieren. Einsteigen! Ach so, ich darf also nicht auf den Beifahrersitz, oder wie? Bin ich nicht worthy? Aber nachher trinken wir einen? Claire hat mich fast erwürgt, weil ich dir Bier gegeben habe. Memme. Hör mal, deine Schwester ist vielleicht nicht groß, aber wenn es um dich geht, würde sie einen Löwen mit bloßen Händen töten. Also, ist das jetzt ein Ja? Hallo? Warte, ich habe eine Nachricht bekommen. Hat ich muss sofort zu Maria. Life is strange, Mike. Ein vertrauliches Notfallmeeting. Maria? Oh, da geht es wohl um was Ernstes. Darf ich mitkommen? Hä? Nein. Du musst mich nur an den Sicherheitsleuten vorbeischmuggeln und wenn ich dann... Nein. Gut. Das gut kenne ich. Claire, gehst du zu dem Meeting bei Maria? Zu dem du nicht eingeladen bist. Ja. Bitte, Claire, schleus mich irgendwie rein. Ich will doch nur... Naja. Ich muss los. Vielleicht kriegst du ja Ryan rum, wenn du ihn genug nervst. Ich erfahr schon noch, worum es ging. Schon gut. Sowas hätte ich tatsächlich jetzt gar nicht erwartet. Also solche Passagen in dem Spiel. Halt dich noch bedeckt. Es ist wieder unruhig zurzeit. Wirklich? Was ist mit deinem diplomatischen Fingerspitzengefühl? Hat nicht funktioniert. Servus, Susi. Moin, guten Abend, Hallöchen, Tata.
Das Wisi hört aber auch nicht zu, wenn man im Stream was erzählt, ne? Also gut, steig hier aus. Wirklich? Wirklich. Lass die Erwachsenen erstmal ihr Geheimmeeting abhalten. Hey, das war echt nicht nötig. Ich möchte nur nicht, dass du Dummheiten anstellst, um doch noch reinzukommen. Niemals. Denk nicht mal dran. Ja, ja. Ja, ja, du mich auch, genau. Ups. Triff dich mit Maria. Finde einen Weg in den Administrationsbereich. Ja, toll. Hui. Hui. Man darf da nicht drauf, verdammt. Kannst du mal abhauen? Ich muss hier illegale Dinge tun. Okay, suchen wir einen anderen Weg in Marias Büro. Ja, doch. Das nennt man Lügen, ey. Zumindest tut er so. Auf geht's. Oh, wow. Cool. Ich hätte echt nicht gedacht, dass sie da so ein Ding jetzt rausmachen hier. Hi. Na, wer bist denn du? Ja, ich will da, ich sag jetzt noch nichts. Oh, meine Schienbeine. Oh. Mit denen kann ich nicht interagieren. Schade, schade. Scannen. Der Wasserglobus. Fast schon ironisch, dass er golden angemalt wurde, wo dieser Planet doch immer mehr einer Wüste gleicht. Ich kann nichts daran ändern. Die Generationen vor unserer haben einfach alles für selbstverständlich gehalten. Okay, wird das hier so eine Art Öko-Triller-Gedingsel? The Moon Man, ja. Okay, das haben wir. Prima. Ach Gott, jetzt muss ich mal noch auf Dinge... Aha. Wie scannen achten. Hallo? Es ist schmuckloser, als ich dachte. Naja, wenigstens sitzt sie nicht auf dem Stuhl und lackiert sich die Fingernägel. Was immer ihre Aufgabe hier ist. Das Museum. Ja, von hier kommen wir bis zu Maria. Lass uns auch etwas umsehen. Ich war ewig nicht hier. Moonbuggy. Da. Ja, so hörst du mir zu, Swissy. So hörst du mir zu. Und wohl auch sonst niemand. Wird dir deine Frau wahrscheinlich auch oft genug gesagt haben schon. Mondoberfläche. Aha. Nord-, Mittel- und Südamerika. Und wieder. Welcher Knopf drin? Nein. Aber ist das nicht mal ein interaktiv? Doch. Da. Die Mikrowellenenergietechnologie ist eine revolutionäre Form der Energieabsorption und Verteilung. Der Luna-MPT half mit den 42 MPT-Empfängern auf der Erde dabei, die zunehmende Energiekrise der 2030er abzuwenden. MPTs. Mein Ding. Ich wurde immer interessierter daran, als Dad daran gearbeitet hat. Er hat den Planeten damit wirklich gerettet. Die Menschen wirken so klein, meinst du? Boah. Ja, vielleicht auch nein. Also sie ist vielleicht jetzt noch nicht wirklich ganz ausgewachsen. Weiß ich nicht. 2041 hat die Luna-MPT-Schüssel dabei geholfen, die Energiekrise abzuwenden, indem sie gewaltige Energiemengen erzeugt hat. Nach dem großen Blackout 2054 und der Initiierung von Mission Fortuna ist Rolf Robertson zur Mondbasis geflogen,
um den MPT neu zu starten und ist dabei ums Leben gekommen. Die WSA gibt wirklich ihr Bestes, um den Energiebedarf unserer Welt zu decken. Bestimmt können wir irgendwann der ganzen Bevölkerung helfen. Oh, ja. Ja, wenn Firmen irgendwas für die Menschheit tun. Ja, ich weiß ja nicht. Ob das so uneigennützig ist, immer auch cool. Tombow Evacuation. Da, das war die Zeit. Genau. Oh, wie geil. Oh, hier bist du nochmal ein bisschen mitgenommen. Und Deliver Us the Moon. Das mag ich, das finde ich ja super. Da ist die Fortuna-Mission. Die haben wir ja bestritten. Oder beziehungsweise danach sind wir ja hoch. Auch schön. Cool. Der große Blackout katapultierte die Erde zurück in eine Energiekrise. Zurück. Und Claire Johansson, Maria Gonzalez und Rolf Robertson traten Mission Fortuna an. Eine bemannte Mission, um die Ursache des Blackouts zu finden. Unter der Anleitung von Johansson und Gonzalez konnte Robertson die MPT-Schüssel wieder auffüllen und verbinden. Er hat wirklich viel zur Auferstehung der WSA beigetragen. Die Frage ist immer, zu welchem Preis? Okay. Schöne Raytracing-Effekte hier unten. Haben sie gut hingekriegt. Oh, das muss ich scannen. Was war nochmal scannen? Ach, verdammt. RT. Rolfs Raumanzug. Muss ich hier auch was scannen? Ich habe gerade nicht drauf geachtet, wieder mal. Das ist aber... Aber ich glaube nicht. Ne. Gut. Sehr, sehr fein. Nach dem Erfolg von Mission Fortuna leitete Claire Johansson Mission Vestia, um Arbeitskräfte zum Lunar MPT zu bringen und Rolfs Leichnam zu bergen. Claire und ihr Team entdeckten die schwer verletzte Software-Ingenieurin Sarah Baker im Kryoschlaf. Isaac Johansson, eines der drei Mitglieder des Lunar-Rats und einer der Urheber von Outworld, nahm die letzte Arche und floh. Da habe ich der zum letzten Mal gesehen. Ja, also schon gut. Grafisch passt das schon. Es nur ist wenn halt ich daran erinnert werde, dann... Es ist halt keine AAA... Ein AAA-Titel. Ist aber auch ein super kleines Entwicklerstudio, ne? Darf man nicht vergessen. Das ist erst deren zweites, wie sagt man, releasedes Werk. Oha. Das sind die Backer. Also die Leute, die halt im Early Access oder beim Funding unterstützt haben. Cool. Vielleicht finden wir noch mehr solche Sachen. Ist denn unser Freund auch mit dabei? Der eine Widmung im ersten Teil bekommen hat auf einem Buch. Oder eine Erwähnung. Oder wie auch beides. Der ist hier noch nicht dabei. Wir wollen mal schauen. Vielleicht entdecken wir ihn, ja? Papa! William MacArthur. Mhm. Und Rosa Laverde, ja. Einige Zeit vor dem großen Blackout hatten die Mitglieder des Lunar-Rats Projekt Outward konzipiert, das vorsah, fast alle Bewohner der Mondbasis mit drei großen Raumschiffen, drei Archen, zu evakuieren. Der Verbleib der verräterischen Ratsmitglieder und der restlichen Crew der Mondbasis bleibt unbekannt. Mein Dad hat die Archen größtenteils selbst konzipiert. Genau wie fast alles bei der WSA. Sie sollten ein Fluchtplan für die Kolonie sein, falls etwas schief lief. AAA ist ja auch keine Garantie, dass man mit einem Spiel Spaß hat. Es geht ja nur darum, wie viel Geldmittel dort eingesetzt werden. Und für die Geldmittel, die jetzt hier hatten... Ayla, probier doch mal, ob wir die Tür da aufkriegen. Beschleunigen, lalala, tragen, absetzen, kontrollieren, beenden, Lampe, AB. Ach, AB! Hm.
War ein Versuch wert. Oh, hi, Mark. Und rein. Los. So elegant können auch nur die Mädels so um die Ecke schweifen, ne? Also. Rolf. Maria. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Siehst gut aus, Claire. Das war mehr Schwufen als Schweifen. Na gut. Sollten Sie ersetzen? Ach, so sehe ich doch nicht mehr aus. Ich nicht. Hast du gesagt. Ein Witz, oder? Du siehst echt gut aus. Halte mich aus. Stets bemüht. Du. Ich will mal sehen, wo ich die Kamera hinpacke. Ja, klar. Ich meinte... Danke. Siehst richtig. Komm mit, Alex. Möchtest du auch zu Marias Büro? Ach, warum? Oh, weil ich auch dahin will. Also... Irgendwie. Ich habe mir auf dem Weg ein paar Ausstellungsstücke zur Mission Fortuna angesehen. Oh, gut. Wie lange warst du eigentlich auf dem Mond stationiert? Ich war auf der Raumstation, meistens. Ach so. Deshalb habe ich dich nie an der Oberfläche gesehen. Ich dich aber. Oh, wirklich? Bei Softwareverbesserungen für Rosas ASI. Oh ja, Ace. Nein, ASI. Ja. Nein, ich meine... Ace kommt von mir. Ich wusste nicht, dass ASI eine Abkürzung ist, also bin ich bei dem Namen geblieben und Rosa nutzt ihn jetzt auch. Der Name ist wohl recht verwirrend. Kann es sein, dass das eine arrogante Schnepfe ist und die uns nicht leiden kann? Weißt du was? Deine heißt Alex, oder? Wo wolltest du hin? Warte, warte, du hast noch gar nicht geantwortet. Worauf? Wie lange du auf dem Mond warst? Auch die Jahre mit unfreiwilligem Kryoschlaf. Oh, ich wollte dich nicht. Ich müsste jetzt wirklich zu dem Meeting, Kathy. Ich wollte mich nur entschuldigen für das, was mit meinem Dad war. Er wollte das nicht tun, das weiß ich. Deshalb wollte er dich auch retten auf dem Mond. Mich retten? Dein Dad war nicht... Kathy, ich will jetzt nicht respektlos sein, aber was dein Dad und der Lunarat taten, sie ließen uns dort im Stich. Sie haben unglaubliche Untaten gegen die Menschheit und unseren Planeten begangen. Dafür müsste man sie zur Rechenschaft ziehen. Störe ich die Damen? Nein. Nein. Bei all dem Nachholbedarf an Präzedenzfällen überrascht es mich nicht. Er ist klein. Wenn ich es bisher geschafft habe, könntest du mich ja. Maria meldet sich ja per Video, also kannst du. Okay, ihr habt das wohl einstudiert. Du hast es erfasst. Nicht hier. Ich bin eben ein Rebell. Auf geht's. 6 Jahre. Was? Auf dem Mond. 6 Jahre waren's. Ich wollte deine Frage von vorher beantworten. Klar. Danke. Ich hätte gar nicht so viel Epilog erwartet, tatsächlich. Also so einen langen. Ja, und jetzt? Matchen? Ey, wir müssen da rein, ey. Warte mal. Oh, boah, diese Steuerung. Ja, gezielt drumrum.
noch nicht. Okay, muss langsamer machen oder was? Ah, das muss wegplatzen. Ja, gut. Lüftungsschacht geht immer. Ja, natürlich, da kann man ja auch drin atmen. Oh Gott. Ist das hier die Schrottpresse aus Star Wars? Ach Gottchen, ihr könnt es aber auch übertreiben, Kinas. So durch. Ne, ne, ne. Oh. Oh. Aha. Hm. Ah. Albia. So. Oh, was? Ich will nur mal gucken, was hier passiert. Aha. Dann muss das hier wohl wieder zurück. Denke ich mal. Weiß ich nicht. Wir probieren. Hier kann ich ja drauf. Aber ist doch viel zu weit weg, oder? Doch nicht. Boah, Alter. Okay, ich sehe schon. Oh. Hallo? Echt jetzt? Oh nein. Alter, wie kommt... Soll ich das eigentlich zu dunkel? Mal das hier Ding ist. Also so grundsätzlich. Ich vergesse immer die Taschenlampe anzumachen. Ja. Kann ich hier noch irgendwas tun? Oder muss ich jetzt die Plattform wieder zurückholen? Wenn ich da drauf springen muss. Okay. Nun gut. Alles tage wo. Ja, danke. Ich meckere das. Ja. Ich hab's befürchtet. Nein. Halt, stopp. Zurück. Zurück. Ich hab den kleinen Knopf gedrückt. Bella. Sag mal, Archer, warum kannst du das eigentlich nicht machen? Kannst du nicht auch was schneiden? Es geht nicht. Was? Hä? Nee, das geht auch nicht. Verstehe ich es jetzt gerade nicht ganz so. Und dann muss ich von darüber? Ich weiß auch nicht. Kannst du da rauf? Ja, in der Tat. Oh. Was ist mit dieser Arm? Aus kann ich nicht schneiden. Der macht da kein Loch rein. Macht da keine Loch rein. Ist ja hier noch irgendwo ein Schalter? Nee, oder? Also ihr habt nichts gesehen, kommt. Nicht dran.
Das habe ich ja gerade versucht, an den Kübel zu jumpen. Meinst du jetzt hier an diese Ringe? Ja, vielleicht diese. Ja, das können wir mal probieren. Probieren wir mal. Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass ich springen kann wie Carl Lewis. So weit, so viel weit und also so hoch. Verrückter Scheiß. Wenig gedacht. Okay, Ace, du bist dran. Lalalalalalalalala. Hoch, hoch. Ui. Da geht's lang. Wir brauchen Freisicht auf Ihr Gespräch, Ella. Schon klar. Geh nicht. Du absolut sicher? DSC hat das dreimal geprüft. Das Signal kam von einem WSL-Kommunikationsgerät. Dann waren Sie es. Ja. Wir können getrost davon ausgehen, dass uns dieses Signal vom Projekt Outward geschickt wurde. Ganz bewusst. Was für ein Signal? Ich kann's nicht fassen. Also der Mars? Was? Dort sind Sie, wie es aussieht, schon seit 13 Jahren. Sie sind näher an uns dran, als wir je dachten. Alles okay? Ich kann mir kaum vorstellen, wie schwer es sein muss, das noch... Schon gut, schon gut. Dann ist Mission Opera endlich gerechtfertigt. Ja. Mission Opera? Seit wir Sarah und Kathy vom Mond geholt haben, arbeiten wir an einem Krisenplan. Für den Fall, dass wir Outward finden sollten. Bei Mission Vestia fanden wir Hinweise darauf, dass die drei Archen, mit denen Outward vom Mond flog, nicht nur zum Transport dienten. Unseren Informationen zufolge können die drei Archen eine Triade bilden. Eine sich vollends selbstversorgende Siedlung. Aber warum dann? Warum jetzt? Ist es ein Notrufsignal oder eine Einladung? Völlig egal. Mission Opera hat nur ein einziges Ziel. Die Archen und ihre revolutionäre Technologie zurückbringen. Wir sollten das Signal analysieren. Vielleicht bekommen wir die Verschlüsselung raus. Wir arbeiten aktuell daran. Ich kann euch hinten gleich Zugriff aufs Terminal geben. Macht euch ein Bild davon. Ayla, schnell. Finde einen Weg in diesen Raum. Die hat jetzt offiziell gesagt, Mission Opa, oder? Hat die doch gesagt. Das ist schon... Achso, okay. Perfekt, Ella. Jetzt bleib dort. Was ihr jetzt gleich hört, verlässt nie diesen Raum. Ist das klar? Deren Sicherheitsvorkehrungen sind nicht so gut, behaupte ich mal. Ayla? Was machst du? Ja, gucken! Max Headroom. Ich verstehe. Ich will zuerst Ryan und Sarah hier ins Team aufnehmen. Beide sind Experten auf ihren Fachgebieten und mir persönlich wichtig. Ich vertraue ihnen zutiefst. Dann wäre noch eine Stelle offen. Ja. Hey. Hi. Das mag idiotisch klingen. Warum fragen wir nicht Kathy? Was? 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 Sie
Sie war weit vor den anderen Absolventen im Programm. Du meinst, die einzige Klasse Astronauten der letzten 10 Jahre? Trotzdem hat sie so gut wie jede Aufgabe gemeistert. Manchmal mit mehr Punkten als ich. Auch wenn du sie nicht dabei haben willst. Bessere MPT-Ingenieure gibt's kaum. Wir brauchen ihr Wissen. Außerdem, und ich würde nie zugeben, dass ich das gesagt habe, ist Kathy die talentierteste Ingenieurin, die die WSA hat. Außer euch zwei. Und natürlich mir. Wir erwägen das jetzt aber nicht im Ernst, oder? Sie hat keinerlei Vorerfahrung. Ja, irgendwann muss man doch Erfahrung sammeln. Egal wann, wie. Sarah hat recht. Kathy sollte nicht mit ins Team. Da sind zu viele Störfe. Ernsthaft? Bitte, Claire, ich will ein Teil davon sein. Hast du gelauscht? Ja, das tut mir leid, aber Claire, du weißt, ich habe mich der WSA bewiesen. 2 Diplome gleichzeitig, Hauptfach Streamtech und Bestnoten im Astronautentraining, wie Ryan sagt. Nett von dir, das zu sagen, Kumpel. Klar. Und du Kumpel. Brauchst mein MPT-Wissen. Bitte, Claire, wenn du bei mir bist, dann schaffe ich das ganz bestimmt. Wir schaffen das. Außerdem gibt es außer mir nur, wie viel? 3 Astronauten mit Training? Also. Du solltest sie aufnehmen, Claire. Was? 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 Klasse. Sie ist eine der qualifiziertesten Personen bei der WSA. Aber natürlich hast du das letzte Wort. Okay, Kathy. Obwohl Ryans letztes Argument ziemlich lachhaft war. Ja. Autsch. Glaube ich, dass du alles Nötige für den Erfolg der Mission tun wirst. Oder, Kat? Klar doch. Ich würde gerne über die Einzelheiten der Mission reden. Mit Claire, Sarah und Ryan. Kannst du das aushalten, ohne uns diesmal zu belauschen? Oh, da ich ja jetzt... Kathy. Ja. Ja. Klar doch. Was? Der Helm ist doch viel zu groß für dich, das gibt doch Echo. Alles klar da drin, Ayla? Brauchst du irgendwas? Tasse Kaffee? Magazin? Servette! Du Diva. Du siehst nervös aus. Und das amüsiert dich? Nein, nein. Ich bin nur stolz. Hey, die Narbe auf Sarahs Bauch hat Dad ihr das Ding verpasst? Ja, warum? Bloß neugierig. Klopf, klopf. Fertig? Auf geht's. Drängel nicht so kleiner, dusseliger Gnom. Sieht irgendwie aus wie ein Raumanzug in Größe 164.
Ich weiß nicht. Will die Schranktür zumachen? Nein, die ist spontan festgerostet. Okay, hier drin gibt's nichts. Okay. Oder? Okay. BK sind auf dem Weg zur Rakete. Verstanden. Der Transport steht bereit. Wie geht es euch allen? Gut. Super geschlafen. Das war ja klar. Du nicht? Doch. Klar. Und ihr zwei? Gut. Ja, gut. Gut. Ist das einfach nur nervöser Smalltalk? Oder sind die jetzt doch nicht so dicke miteinander? Hallo, machen wir schnick, schnack, schnuck, wer zuerst reingeht, oder what? Mit euch spiele ich nicht. Auf geht's. Kein Zurück mehr. Nope. Wisst ihr, was mich noch beschäftigt? Was? Wieso dürfen wir besser leben als die Leute aus dem Elendsviertel? Wie kann das sein? Reine Wahrscheinlichkeit. Geografisch und demografisch. Zur rechten Zeit am rechten Ort geboren. Die leider nicht. Stimmt. Sie scheinen wirklich nicht zu wollen, dass wir gehen. Nein. Wenn man bedenkt, wie viel sie... Wow. Alles okay? Ja. Hat mich nur erschreckt. Ja, mich auch so ein bisschen. Sind die verrückt? Es ist keinem geholfen, wenn sie uns verletzen. Verstehen sie denn nicht, dass wir sie nur retten wollen? Diese Leute bleiben auf der MPT-Warteliste, bis sie irgendwann sterben. Wenn ihr sehen würdet, was die WSA investiert, um uns vier ins All zu schicken, ihr werdet auch wütend. Sie verstehen es nicht. Aber wenn die Archen hier sind, werden sie es. Oder nicht. Vielleicht doch. Und das wäre toll, aber ihr versprecht was, das vielleicht nicht passieren wird. Selbst wenn wir die Archen zurückbringen. Es quillet Hoffnung in unserer Brust. Ach, deswegen! Sehe ich sie jedenfalls. Alexander Pope. Verbannt und mattlos irrt der matte Geist. Webt eine bessere Zukunft. Sieh einer an, du Hobbypoet. So bin ich. Hübsch von innen wie von außen. Okay. Seht euch diesen Ausblick an. Ja, anhören werden wir uns den wohl kaum können. Wow. Immer wieder beeindruckend, oder? Keine Ahnung, ich bin das erste Mal dabei. Ist ganz gelungen. Was ist denn das für eine Frage? Was? So knapp wie die Materialien sind, ist es ein Wunder, dass dieses Ding überhaupt hier ist. Hättest du uns bei der Vorbereitung nicht sagen können, dass wir zweite Klasse fliegen? Ihr solltet euch keine Sorgen machen. Außer ganz kurz vor dem Start. Nur fair ist euch jetzt zu sagen. Klar, klar. Wenn Claire glaubt, dass sie die Mission übersteht, dann sollten wir ihr vertrauen. Ich glaube, die Zephyr 3 wird die Mission problemlos bewältigen. Glauben heißt nicht wissen, junge Dame. Trotzdem nett, wirklich, wirklich cool inszeniert. Ich für euch das Knöpfchen drücken, ja. Geht ja schon gut mit dem Azubi-Status hier. Ba, 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 ba. Ich kann mich nicht weiter bewegen. Nur die Kamera kann rotieren lassen. Aber jetzt aber, man merkt erst, wie hoch es wirklich ist, wenn man... Ja. Praktika-Anwärters Gehilfe. Das kann auch sein, ja.
irgendeiner einen Koffer vergessen. Sollte denn nicht so eine Startrampe irgendwie frei von Zeug sein? Ich meine, hier Holzkisten und so. Wer fackelt der ganze Scheiß noch ab? Oh, die warten aber auch nicht, ne? Was ist Smoke drin? Das Ende der Welt. Das war aus hier mit Jodie Foster, ne? You know? Aha. Contact oder wer hieß? Startsequenz eingeleitet. Opera Team, hier Bodenkontrolle. Prüft noch einmal eure Systeme. Roger, BK. Kommunikationsprüfung. Bereit. Ach, da bereit. Sitzt jemand. Bereit. Was prüfen? Bereit. Cat Systemcheck. Sauerstoff? Sauerstoff bereit. Flug? Flug bereit. Navigation? Navigation bereit. Bodenstartsequenz? Bodenstartsequenz bereit. Gib mir bitte ein. Treibstoff? Treibstoff bereit. Flüssigsauerstoff? Liquid Oxygen. Flüssigsauerstoff bereit. Energie? Energie bereit. Startsequenzfunktionen? Startsequenzfunktion bereit. Treibstoffladung? Sind bereit. Brian, Luftabdichtung und Zusammensetzung im Cockpit? Atembar. Abdichtung und Luftzusammensetzung sind bereit. Brennstoffzellen-Thermoaufbereitung? Aufbereitung bereit. Cat, Strongback einfahren. Was für ein Ding? Ach, Entschuldigung. Strongback erfolgreich eingefahren. Sarah, Leitungen lüften. Leitungen gelüftet und bereit. Starte automatische Bodenstartsequenz. Ey, Außenkamera immer so billig, Dinger, ne? Sequenz gestartet. Cap, Orbitalzugriffsarm. Was? Orbitalzugriffsarm eingefahren. Roger, starte Hilfsaggregate. Ich jetzt oder wer? Gott. Roger, Roger. Ups. Hallo? Okay, muss jeden Regler eins, okay. Hilfsaggregate sind bereit. Roger, fahre sauerstoffarm ein. Smizzy, haust du rein? Gute Nacht, schlaf gut. Bis nächste Woche. Oh, was? Ach, das da. Auf was soll ich da stellen? Rotieren. Ja, ich würde ja gerne. Ah, da. Auf was soll ich da stellen? Hä?
Lüftungshaube eingefahren. Opera Team, Visiere runter. Bereit. Cat, Transfer auf autonome Energie. Ihr werdet da verhungern. Ach, das da. Ihr fragt mich hier Sachen? Feststoffschubdüsen bereit. Schubdüsen bereit. Sind startklar. Auf geht's. Und wir heben ab. Energie. Ach was? Jason! Wunderschönen guten Abend, Dankeschön für den Raid, herzlich willkommen! Es ist gerade laut! Alter Vater! Oh was? Viel Spaß, sensationell! Ja, danke, ich hoffe! Namens Silama und ja, namens euch! Jetzt, was ist hier los? Ja, der Abflug. Muss ich hier was machen? Habe ich das nicht mitgekriegt jetzt? Kann ich hier irgendwas ausmachen? Nein. Hallo. Ich hoffe, du hattest einen guten Stream. JSOC und ich sind heute im Livestream von Kyoko aufeinander getroffen. Und JSOC hat, glaube ich, einen Key gewonnen heute. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, du hast einen Key gewonnen. Irgendwie so war das, glaube ich. Starte Abtrennung Phase 1. Ja, toll. Und jetzt, warum, wieso, wo? Hä? Was ist denn? Ach, hier. Ja, war mega. Bin so ergriffen, okay. Roger, starte Zündung der zweiten Phase. Ja, nice. Bereit. Zweite Phase zündet. Ich habe mich ja so gar nicht gespoilert. Ich wusste, dass es kommt, wann es kommt, aber ich habe mich ringsherum überhaupt nicht gespoilert. Ja. Deswegen, ich hoffe auf das Beste, erwarte das Wenigste. Da geht man immer, glaube ich, gut mit. So, muss ich jetzt noch irgendwas machen, oder? Hallo? Treibstoffsteuerung ist aktiv. Ja, ist richtig. Ach so, da. Schon wieder? Hallo? Da. Okay. Also das war die zweite Stufenzündung, ne? Und immer dran denken, im All hört dich niemand schreien. Ich befürchte, ja, so kenn ich dich. Du Pessimist. Wo sitzt denn ein... Da ist ein Helm. Wo ist die dritte Person? Unklug. Hast du da auch einen Helm? Du sitzt wahrscheinlich irgendwo hier. Ich wünsche das Beste. Es lohnt. Machen wir morgen eventuell weiter. Ja, der Release-Stream war mega. Mal normale Leute. Das ist richtig. Ah, der war wirklich lustig. War sehr angenehm. Waren auch nicht zu viele. So konnte man dann doch mal mitlesen und untereinander auch mal ein bisschen was schreiben. Das war gut. Oh, geil. Schalte zweiten Motor aus. Warum? Cat startet zweite Abtrennungsphase. Ja, okay, mache ich. Und ist weg.
Reisemodus erfolgreich initiiert. Wie lange hast du das Spiel jetzt schon gespielt? Wie viele Stunden? Nächster Halt, Front. Fünf Stunden. Ja, so lange wären es bei mir heute nicht. Aber ja. Man muss sich das ja gut einteilen, sonst sind wir so schnell durch wahrscheinlich. Oh, wollte gerade sagen. Das ziehen sie jetzt doch schon ein Stückchen hier. Willst du ins All? Ja. Los geht's, Opera Team. Eine große Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Schatz, hast du Philosophie-Zitate für die ganze Reise eingeplant? Ja. So etwa 5 am Tag. Ah, gut. Ich zeig dir was Cooles. Wenn man das Fenster aufmacht, geht die Luft raus. Komm zu den Fluchtkapseln. Gut, oder? Prima. Von Lao Tzu, wie? Dachte zuerst an ein kleiner Schritt. Oh, wow. Alte Schule, ja. Hm? Jede Reise, du Kackbohnen, das stimmt schon. Siehst aufgeregt aus. Du siehst nie aufgeregt aus. Werd bloß nicht frech. Ich war so sparsam wie möglich beim Design dieses Schiffs, doch ein wenig Geld wollte ich dann doch noch ausgeben. Ein wenig sparsam? Das heißt, du hattest wenig Ideen. Für ein Fenster. Mach mir das nicht kaputt, sorry. Sieh mal. Jetzt guckt man halt auf die Erde, ne? Genau. Oh, die Spiegeleffekte sind echt cool. Nice. Ja, Cefix. Sie wieder seht. Dafür tun wir das alles. Oder, Cat? Stimmt, da hast du recht. Sarah und Ryan leben sich wohl in ihrer Kapsel ein. Ich gehe wieder ins Cockpit. Bin gleich da. Gehen wir noch schnell Pipi machen. Also lustigerweise ist die ISS in dieser Zeitlinie kein Thema. Haben sie wahrscheinlich schon Richtung Sonne geschickt gehabt. Okay, jetzt sei ehrlich. Bist du mit Claire je so weit vom Haus entfernt gewesen? Nein. Dann ist das hoffentlich eine schöne Überraschung. Mir nach, Mondbär. Ja, ja, ja. Mondbär unter Wasser, du mich auch. Ich bin gerade Aquagirl. Wo will er denn weißt hin? Weißt du, wie man das nennt? Kaugummi-Koralle. Nicht wahr? Doch wahr. Sieht überhaupt nicht wie Kaugummi aus. Naja, also als sie den Namen bekommen hat, vermutlich schon. Wie willst du sie umbenennen? Kackkoralle? Kackkoralle, ja geil. Das frage ich auch. Übrigens, Kackkoralle. Ist auch gern getaucht. Nach Daddys Ausbildung sind wir immer zusammentauchen gegangen. Ausbildung fürs All? Ja, genau dieselbe Ausbildung, die ich dir jetzt gebe. Geil. Cool. Ja. Dad, warum ist es unter Wasser so dreckig? Weil du da immer reinkackst. Ja, ich fürchte, das waren wir, Mondbär. Unmöglich. Ich werfe nie etwas ins Wasser. Naja, also, ich meine, viele andere Menschen aber schon. Sehr bedauerlich. Ich mach's sauber, damit das Wasser wieder schön ist. Oh, Kinder. Naja, ach, schön. Ja,
ungefähr so 50 bis 80 Jahre zu spät, fürchte ich. Okay, wir sind fast da. Guck mal. Das ist manchmal echt das Schöne. Kinder sind so einfach in ihren Gedanken. Hast du es nicht auch gehört? Doch, ich bin im Cockpit und suche nach dem Problem. Kommst du her? Ich versuch's. Wie kann ich hier... Oh. Hallo? Wie kann ich denn hier rollen? Ach du Scheiße. Ah, da. Okay. Und da. Okay, okay, okay. Wo ist denn Cockpit? Nehmen wir das Nein, Kontrollzentrum. Da wird man panisch. Der Kusselkapsel, der stimmt ja gar nicht. Wir gucken uns erstmal ein bisschen umher. Alter. Ja, klar, erschreck mich nur. Ist das ja gar kein Horror-Game. So. Wir wollen sehen, warum das ATA die Trümmer nicht gesehen hat. Ich muss mir den Schaden erstmal ansehen, alles einschätzen, erstatte dann Bericht. Verstanden. Hat es die Düsen erwischt? Wahrscheinlich. Checkst du die Diagnose? Ich mache mich bereit. Warte, warte. Lass mich mal. Sieh mal, ich brauche da draußen praktische Erfahrung. Von allen möglichen Einsätzen ist dieser doch recht sicher, oder? Also, ich könnte ja mal ganz beiläufig einfach alle meine Bewertungen im Außeneinsatz aufzählen. Nein, das passt schon. Ich denke... Es waren 94. Bei mir 95. Na siehst du, du kannst viel besser mit Zahlen. Behalte die Diagnose im Blick. Gut. Sei aber sehr vorsichtig. Wir sind noch im Orbit. Achte auf Trümmer. Verstanden. Geh zur Luftschleuse. Ich leite dich an. Na geil. Juhu. Schluftläuse. Wenn du ins Driften kommst, korrigiere mit den Schubdüsen und überprüfe schnell den Riegel deiner Düsensteuerung. Und wenn... Habe ich schon, Claire. Passt alles. Du hast sie aber nicht richtig überprüft. Claire, keine Sorge. Okay, das sind die Schubdüsen rauf, runter. Okay. Okay. Verlasse die Schleuse. Ja, mach halt erstmal richtig uff. Oder muss ich hier selber Steuerung? Ja, da ist ein Knopf. Natürlich ist hier ein Knopf. Nice. Wow. Ja. Wo kommt das denn alles her? Satelliten, Trümmer von der Mission, sogar Teile von Sarahs Station. Der Pearson-Raumstation. Als Rolf den Vorfall auf der Mondmission überlebt hat? Mhm. Welch Ehre. Komisch, sich deswegen geehrt zu fühlen. Aber zum Wichtigen, was siehst du? Haben die Schubdüsen was abbekommen? Reicht dir gleich, ich guck mal. Mach mal an! Ich kann... Das ist cool gemacht, Leute. Das ist echt cool gemacht. Ich konnte jetzt nichts erkennen. Das ist cool. Also auf jeden Fall. Das ist echt mega. Boah, man möchte gar nicht die Mission machen, sondern einfach hier rumfliegen. Oha, oha, oha. In der Schubdüse steckt ein großes Trümmerteil. Vielleicht von der Raumstation? Okay. Ist die Hülle am Fuß der Schubdüse beschädigt? Ach, das sieht nicht gut aus. Ach, das sieht nicht gut. Sah schon besser aus, hält aber noch. Gut. Was ist mit den Rohren um die Düse? Ziemlich verbogen. Verbogen? Okay. Die müssen weg, wenn die Düse halbwegs normal arbeiten soll. Hat die Düse noch Strom? Will ich mal mit Zunge dran halten? Oh, das ist so mega. Ohne Quatsch. Das ist so geil. Das fühlt sich so gut an. Hat sie.
Schalte die Stromzufuhr ab, bevor du etwas anfasst. Da ist ein großer Knopf. Drück ihn einfach und dann los. Okay. Und achte auf die Brennstoffkanister. Wenn du einen davon erwischst, pass einfach auf. Wie sehen die aus? Ich bin auch die großen, ja. Gelben. Siehst du? Jetzt habe ich nicht zugehört. Verdammt, was? Verdammt! Jetzt habe ich nicht zugehört. Irgendwo ein großer Knopf. Scheiße. Wo ist ein großer Knopf? Ich sehe sie. Keine Sorge, ich passe auf. Wie ein Luchs. Wie ein Luchs. Okay. Schalt den Strom ab und entferne die Trümmer. Okay, ich dachte, das wäre jetzt... Also da sollte ich ein bisschen... Hey, erinnerst du dich an die versunkene Station in der... Da steht Scannen! Ja. Warum? Ich musste nur eben dran denken. Hört nicht auf. Hat er dich früher mit zum Schwimmen genommen? Hat er, aber ich war schon älter. Wie meinst du... Wo stand denn gerade Scannen? Oder ist das ein Anzeigebug gewesen? Warte zu Hause? Jemand auf dich? Bitte was? Oder sogar auf dem Schiff? Was? Ryan? Oder Sarah, mir gleich? Natürlich nicht. Immerhin sind sie verheiratet. Man kann trotzdem Gefühle für jemanden haben. Oh, ich weiß ja nicht bei allem, was gerade vor sich geht. Reden wir eigentlich nie über sowas? Denkst du nie an... Du denn? Touché. Bin schon still. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, also die, die es nicht spielen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Nein. Hier gerade. Das ist diese Trägheit, die simuliert ist. Das ist schon echt cool. Halt, stopp. Hab ich ein Loch reingemacht und nu? Oh Gott. Die Steuerung ist mit dem Schneiden aber schon so ein bisschen diffizil, nicht? Ist das mein Sauerstoff? Wo kriege ich Sauerstoff her? Waren das diese gelben Kapseln? Hoffen wir mal. Hallo? Ja. Waren das die hier? Hallo? Oder kriegt da eine gebatscht? Was war das denn jetzt noch? Naja. Keine Ahnung. Wenn wir ersticken, bin ich schuld. Da muss denn überall geschnitten werden? Okay. Da auch? Alles klar. Super. Auch ab. Sehr gut. Steuerung ist der Hammer. Ich komme gar nicht drauf klar hier, dass es so gut ist. Muss ich jetzt da auch noch reinfliegen oder One? Really? Ich freue mich gerade echt. Ich glaube, das ist oben. Hallo? Oh. Oh, schön. Das ist auch lose. Sehr, sehr gut. Gott.
Okay, wir versuchen es nochmal von außen. Oh. Oh oh, wie krieg ich den Sauerstoff? Ich hab's vorhin erklärt, aber ich hab's vergessen. Oder beziehungsweise nicht zugehört richtig. Au! Alles klar, fertig. Okay, gut gemacht. Schalt den Strom wieder an. Ich mache einen Check. Bin dran. Oh lala. Oh, da ist das gescriptet. Das kann natürlich auch sein, ne? Nein, das nicht. Wollte einfach nur Strom mal machen. Den doch nicht. Hä? Hä? Kaboom! Entschuldigung. Oh, ich hasse diese Spiele, ne? Geil. Oh Gott, ich gehe gleich drauf. Nein. Na gut, dann gehe ich gleich drauf. Geh rein. Ihr lässt mich aber nicht. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht weg. Lass mich rein, lass mich rein. Wo ist die Schleuse? Da, ne? Hallo, Schleuse? Oh. Oh. Okay, gleiche den Druck aus. Hui! Auf geht's. Ich dachte, es gibt diese Schwebekapseln, so wie im ersten Teil. Also bei Deliver Us Moon. Erlaubnis erteilt zum Verlassen der Schleuse, Moonbear. Ach, alles kurz vor Irks? Quatsch. Das war Timing. Was ist jetzt? Hier wurden wirklich noch LI-900er verbaut. Das Ding ist wirklich uralt. Oh, jedenfalls wirst du das Leben auf dem Mond lieben, Schatz. Wirklich? Auf jeden Fall. Ja, da gibt's kein Wasser, keine Pflanzen. Und es gibt keine Schule. Cool. Also, du bekommst natürlich auch dort eine Art Unterricht. Warte, diese Einheit hatte noch Drucktüren? Wie alt ist sie denn? Soll ich das Wrack erkunden? Was ist denn mit euch los? Kannst du eine Laschendampe? Irgendwas brummt hier doch noch ganz gefährlich. Okay, da darf ich nicht durch, okay. Gucken wir uns einfach mal weiter. Alter, weiter um. Hallo, hoch. Hoch. So.
macht sie denn jetzt? Hänge ich jetzt fest oder was ist hier los? Oder darf ich einfach nicht mehr dahin zurück? Ah, jetzt geht's wieder. Nee. Okay. Das Spiel verbietet mir zurückzufahren, fliegen, schwimmen, Dingesen? Was macht? What? Irgendwas ist hier gerade merkwürdig mit der Steuerung. Okay. Ich werd hier einfach weggezogen. Permanent. Na gut, wahrscheinlich ist das gesträubtet. Schade, ich hätte jetzt gerne ein bisschen mehr erkundet. So. Ein Kopfpilz! Ein ganzes! Mal auf, vielleicht ist jemand Totes drin. Ah, nee, noch nicht. Ist ja schon auf. Boah, geil. Ein Cockpit. Taschenlampe ist nix. Wenn ich Knöpfchen drücke, ist hier auch nicht, weil wäre ja auch verwunderlich, wenn ja. Aber echt Schrott drin. Okay, ich darf schon wieder nicht weiter. Das Spiel stößt mich in Ecken. Finde ich ein bisschen schade. Oh, Menno. Denn? Dad, bitte hilf mir! Kathy, warte! Ich hab Angst! Ich bin da, Mondbär. Ich werde dich da rausholen. Dad! Kathy! 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 Hat die ein Trauma erlitten in der Kindheit dadurch? Ja, du. Also, Mondbär. Ich brauche diese wohlige Wärme von Zeit zu Zeit. Claire würde es gar nicht gefallen, dass ich Mondbär mitgebracht habe, weil er sie wohl an die Person erinnert, von der ich ihn habe. Ich verwahre ihn besser sicher in meinem Spind. Die spinnt ja wohl. Ist ja wohl deine Sache oder ihre, unsere, meine, wie auch immer Sache. Warum schwebe ich denn jetzt hier schon wieder so in der... Ja, gut, okay. Da merkt man dann halt doch, dass es ein kleineres Studio ist. Aber ist vollkommen okay. So, wo bin ich hier? Was? Das ging schnell. Wieso? Hä? Ach so. Okay. Ich habe 6 Jahre in einem von diesen Dingern auf dem Mond verbracht und weiß noch, wie komisch sich das Aufwachen nach so langer Zeit anfühlt. Diese spezielle Art von Torporschlaf in diesen Kapseln wirkt sich auf deinen Verstand aus. Ich weiß nie so recht, ob ich träume oder nicht. Okay.
Aber ich sag mal so, dieses unter Wasser gefangen sein und so ist jetzt auch nicht meine Definition von geil. Tablet ID 043. WSA Wohlergehen Tag 148. Zeit, dich neu zu zentrieren. Öffne die App und konzentriere dich für 10 Minuten auf das Bild. Okay. Ah, da ist er doch, die Laschentampe. Ja gut. Schön, 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 schön. Schade. Okay. Was soll ich überhaupt machen? Beginne die routinemäßigen Kontrollen. Okay. Mach ich. Mach ich, mach ich. Nein, B ist runter. Oh. Ich muss mich auch erstmal dran gewöhnen. Was? Piep? Ja. Sag ihr nichts, warum nicht? Wenn sie erfährt, woher das kommt, liegt sie mir damit ewig. Und warum? Es ist immer noch eine coole Serie. Oh ja, aber die ist uralt. Katie wird den Heidenspaß haben, mich alt zu nennen. Baby, wir sind alt. Ich bin nicht alt. Na ja, klar, Ismadi. Lass mich wissen, wenn du wach bist. Dann mache ich dir glibberigen Weltraumkaffee für deinen Getränkebeutel. Oh, warst du das? Ja, ich bin okay. Scheint öfter zu passieren. Geht es dir wirklich gut? Ja. Bin in 5 Minuten im Cockpit. Okay. Huh? Okay. Was ist das? Ach, das war das Ding, was... Ich dachte, das wäre jetzt hier dieser Monitor gewesen, dass man den da irgendwie so... Ne? Okay. Wir haben das bis jetzt noch nicht in den Griff gekriegt, in den 2000er Wannjahren, dass man solche Dinge auch irgendwie fest anbringen kann, sei es Magneten oder Dübel, Spackschrauben. Das ist so nice, hier durchzugleiten. Ich möchte mich überhaupt nicht beeilen. Okay, also sagen wir mal so, die Crew ist wahrscheinlich jetzt nicht so, sagen wir mal, ordentlich. So, was soll ich denn kontrollen? Hallo? Nix. Oh, wir sind da. Ich sag mal so, das mit der Erde sah geiler aus, oder? Wattefu? Was jetzt? Was war das? Selbe Schubdüse. Wie schlimm ist das? Sehr, Claire. Eine kaputte Düse bringt uns vom Kurs ab. Ich zieh mich um. Ich mach das. Hab keinen Topo mehr. Nein, viel zu gefährlich. Claire, wir müssen uns beeilen. Ich gehe. Bitte sei vorsichtig. Ich begleite dich aus dem Cockpit. Verstanden. Toll, ich kack doch wieder. Ich verkack das doch wieder. Wie könnt ihr mich da rausgehen lassen? Huch. Jetzt aber Tempo, Tempo. Ich glaube nicht, dass wir die Düse retten können. Sie ist schwer beschädigt. Sagt die Diagnose auch. Du musst sie rausschneiden. Wo? Bist du sicher? In diesem Zustand ist sie eine Gefahr für das... Du schaffst das! Verstanden. Schalte erst den Strom ab. Ach so, Entschuldigung. Aber schneiden soll ich schon. Ihr seid ja lustig. Nee, das geht von hier aus nicht. Okay. Du musst das Stromkabel der Düse durchtrennen. Siehst du sofort. Ach da, das Stromkabel, das ist doch nicht das... Naja, ist egal. Ich sag mal nichts. Geschafft. Kaputt. Strom ist aus. Jetzt kommt das Komplizierte. Du musst die Düse entfernen.
Langsam, vorsichtig. Ja. Verstanden. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Das geht gerade noch so. Nein. Oh Gott, was sind denn diese Dinger? Muss ich die auch alle platt machen hier? In der Tat. Okay, alles klar. Kann ich die nicht einfach absprengen? Da fliegt wahrscheinlich das halbe Raumschiff in die Luft. Oder wie man das auch nennen möchte. Sag ich doch. Er hat mich erwischt und er hat mich zurückgeworfen. Ja, ja. Alles in Ordnung. Ich kümmere mich jetzt um den Rest. Ich hätte gehen sollen. Mir geht's gut. Halt die Klappe. Keine Sorge. Okay, das ist irgendwie blöd. Boah, das ist aber irgendwie richtig blöd. Entschuldigung, aber... Das ist blöd. Ach du meine Fresse. Ja, 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 ist ja gut. Nein. Ist das blöd? Ich glaube, das ist blöd. Ah, nein. Oh. Nein. Oh, Freunde. Das ist geskriptet. Das ist geskriptet. Freunde der Sonne. Hallo? Komm, das war geskriptet. Alles gut. Cat. Claire, mein Visier. Was ist los? Mein Visier ist gesprungen. Luft tritt aus. Komm sofort zurück. Ich bin dabei. Schnell zur Schleuse. Komm schon. Komm schon. Die Schleuse ist offen. Das musst du so. Cat, komm hier rüber. Ey, was meinst du, was ich vorhab? Junge Frau. Jetzt mal ehrlich. Meinst du, ich hab hier Bock draußen zu bleiben oder One? Die ist ja lustig, als wenn ich da freiwillig draußen bleibe. Komm hier rüber. Was ist hier? Ach da. Entschuldigung. Was liegt denn hier für Müll rum? Könnt ihr das mal aufheben? Der Wald wirkt jetzt dichter im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Das ist leider unmöglich. Deshalb habe ich wirkt gesagt. Und er ist trotzdem schön. Er war sogar noch schöner. Ja, du Pessimist. Und eines Tages kann er wieder so schön werden. Vielleicht. Alles okay? Ich war nur lange nicht hier. Das ist alles. Bist du traurig? Nein, nein, alles okay. Schön, dass wir Zeit miteinander verbringen können, bevor du gehst. Wo geh ich denn hin? Mädels, wir sind fast da. Gehen wir weiter. Komm schon. Weiter. Daddy macht Druck. Der hat wohl nur gerade kurz Mittagspause. Was los? Er ist schon ein bisschen unheimlich. Dad, erzählst du zu Ende? Ach ja, also, wo war ich? Ja, genau. Okay, also, Mom hat eine Freundin auf einer Verbindungsparty besucht. Was ist denn das? Das ist wie eine Geburtstagsparty, nur ohne Geschenke und mit Alkohol. Da verbinden sich die Leute. Das klingt dämlich. Das stimmt. Bin auch nie gern hingegangen. Aber es war gut. Sie ist halt auch so ein
Außenseiter-Nerd gewesen. Ich habe nur angestarrt. Dann kam sie zu mir rüber und fragte, warum ich nicht tanze. Weil ich zu sehr mit Sabbern beschäftigt bin. Du weißt ja, wie das aussieht. Ich habe ihr gesagt, dass ich und Tanzen einfach nicht zusammenpassen. Und ich hatte recht. Was ist passiert? Ich habe ihr Glas aus der Hand geschlagen, weil ich wild herumgefuchtelt habe. Dabei ist ein Splitter in ihrem Bein gelandet. Dann war überall Blut. Und dann mussten wir schnell in die Notaufnahme. Oh, großer Gott. Bis zu unserer Hochzeit habe ich dann nicht mehr getanzt. Aber warum hat Mami sich dann in dich verliebt? Das weiß ich beim besten Willen nicht, Liebling. 20 Zentimeter! Wow. Cool, oder? Cool, weiß ich nicht. Schäbig würde ich es nennen. Wer war das? Dad. Schön, dass das noch hier ist. Claire und ich sind hier immer geklettert. Warum durfte ich nicht? Du warst noch etwas zu jung. Bist du noch? Okay, Mondbär, hol deine Ausrüstung. Oh Gott, wir lernen jetzt das Klettern. Mission beginnt. Prüft Systeme. rechter Fuß. So, genau wie die Kletterwand zu Hause. Nur diesmal benutzt du diese tollen Klauendinger. linker Fuß. Wenn du es an der Wand bis ganz nach oben schaffst, bist du einen Schritt näher am Mond. Dad? Ja? Gibt es viele Kletterwände auf dem Mond? Nein. Doch, wer zum Mond will, braucht ein Abzeichen. Fast so wie dein Pfadfinderabzeichen. Warum ein Kletterabzeichen? Nun, es ist so. Angenommen, beim Flug zum Mond müssen wir eine Notlandung machen und aus der Rakete rausklettern. Dann schaffst du es und findest wieder heim. Kann da etwa was schiefgehen? Nein, die sind sehr sicher gebaut. Ist doch wahr, stimmt's, Claire? Da geht schon nichts schief, Kathy. Versprochen. Sie hat nicht gesagt, ja, stimmt. Also gut. Wir sind startklar. Bereit oder nicht? Kann es sein, dass die Videosequenzen etwas lauter dürfen? Los. Juhu! Klettern, oh Gott. Oh, schieb mich doch nicht so. Okay. Warte mal. Schwung. Schwung. Achu! Ach so. Hau jeden Eispickel so hart rein, wie du kannst. Einen nach dem anderen. Ja, dann lass mich doch. Aha, wenn man loslässt, fällt man runter. Ist alles gepolstert. Gut. Gleich nochmal. Du schaffst das. Okay, man muss tatsächlich. Hallo? Zack. Zack. Den muss man festhalten. Oh, das muss ich mir so einprägen. Das wird jetzt schon Käse. Fantastisch, Mondbär. Ja, der Mondbär ist schon, also, jahrelang selbst Steig- und Klettereisen gewesen. Wow. Geschafft! Klasse, Mondbär! Wir fliegen zum Mond. Bist du aufgeregt? Juhu! Okay. Vorsichtig runterklettern, okay, Mondbär? Nö. Sehe ich jetzt nicht. Oh, Alter, das ist ja... Was ist los? Das ist völlig irre. Das verstehst du, oder? Sag mir, dass du das verstehst.
Ich finde das nicht irre. Sie ist nur ein Kind. Der Mond ist kein Ort für sie. Und dieses harte Training, das sie durchläuft, klingeln da keine Alarm? Ach komm schon, der Mond ist völlig sicher. Sicher? Metallkisten auf der Oberfläche und einer hochdünnen Atmosphäre. Und das ist sicher? Gerade du solltest wissen, wie sicher diese Kisten sind. Ich sage es anders. Wie kannst du das Risiko eingehen, Kathy auf den Mond zu schicken? Sie könnte doch auf der Erde bleiben. Du weißt doch, was mit unserem Planeten geschieht. Schon vergessen? Wir haben dieselben WMO-Berichte gelesen, Nachrichten geschaut und du weißt, was passiert ist. Bitte, komm mit uns. Nein, wag es. Komm schon, Claire. Was glaubt ihr eigentlich, dass man euch nicht hört da hinter der Hütte? Ich hasse dich. Für das alles. Ich hasse dich. Muss ich jetzt wirklich den Weg wieder zurückklettern? Komm, Kinas. Tun wir die Ausrüstung weg. Ach so, das kann man. Guten Tag. Wo ist die Uschi hin? Aha. Aber ich darf nicht hin. Ich bin mal wieder aufmerksamer. Ah, mir gar nicht aufgefallen. Warum will Claire nicht mit uns kommen? Sie will. Keine Sorge, sie kommt schon mit. Dann sind wir zusammen? Ist Claire ihre Stiefmutter? Ja. Lass uns heimgehen. Du musst dich vor deiner Prüfung morgen ausruhen. Und Claire lassen wir jetzt den Ball stehen, oder was? Siehst du mir beim Schlafen zu? Ja. Das ist creepy, Claire. Sogar für dich. Oh. Ist nur zur Beruhigung. Ich. Was erhoffst du dir denn auf dem Mars, Cat? Ein Snickers. Gar nichts. Ich verstehe schon, was du denkst, glaube ich. Manchmal ist das, was wir wollen. Es ist sehr schwierig, das Richtige zu tun. Ich glaube, Isaac hat's immer gut gemeint. Isaac? Du meinst Dad? Dad hat es gut gemeint. Ich will nur, dass du verstehst, dass er nicht immer gut darin war, das Richtige zu tun. Wenigstens versucht er, das Richtige zu tun. Nur ja, das ist von Bedeutung, oder? Er kümmerte sich um uns und konnte damals nichts tun. Ja, du hast recht. Dass ich ihn finden will, ist doch normal, nicht wahr? Ja, gut, sie hat eine Beziehung zu ihrem Vater. Was will man denn? Ich muss sicher sein, dass, wenn wir dort sind, du das Richtige tun wirst. Gib frischen Kaffee. Kat, ich will nur das Beste für die Mission. Und das mache ich auch. Okay? Wenn du ein bisschen mehr machen willst, Dominik, und nicht nur Mahjong oder sowas, dann eine 3060 dürfte erstmal ausreichen. In Full HD. Die Blenden sind zu für etwas mehr Spannung. Denn was sich vor uns befindet, das begeistert, schockiert und entzückt vielleicht. Was?
Obwohl Outward die Bösen sind, haben sie etwas Erstaunliches gebaut. Okay, du musst sie trotzdem nicht lobpreisen. Okay. Da verpasst du mir einen Dämpfer, aber gut. Opera Team, das ist die Arche Labus. Deswegen würde ich mir für einen Laptop, der zum Zocken Seht gedacht ist, an. Auch eher so Richtung MSI und Acer gehen. Wenn man da auch ein bisschen was mitspielen will. Diese integrierten Dinger sind Müll. Habt ihr schon mal solche Solarplatten gesehen? Ja, ein Riesen musst du schon einrechnen. Sieht so aus, ja, als hätten sie Standard-PV-Platten mit einer Art CSP-Schicht verbunden. Bitte was? Es scheint, als ob diese Platten die Solarstrahlen optimal bündeln, bevor sie die photovoltaischen Halbleiter treffen. Das erhöht die Effizienz, und zwar exponentiell. Wie kommt's, dass sie so fortgeschritten sind? Warum sieht sie verlassen aus? Sehen wir nach. Sarah, Ryan, Anzüge an und bereitstehen. Kathy, vorbereiten zum Andocken. Ja, ich leise sind Gaming-Laptops nie. Ja, du bleibst Geht an Bord der Zephyr mit mir. Jetzt führ den Befehl aus. Gut, Ryan und Sarah, bereit fürs Boarding? Überwacht bitte dieses Terminal. Okay. Kathy, CMG und Pitt sind für manuelle Steuerung freigegeben. Was? Wegpunkte 0 und 2 sind berechnet und definiert. Abbrechen von Wegpunkt 2 nicht automatisch. Letzte Go-No-Go-Abfrage an Wegpunkt 2. Kathy, los. Was soll ich machen? Da. Ah, ich verstehe. Erreicht, beginne Manöver zu Wegpunkt 2. Verstanden. Ach, die Nummer war das hier. Haben wir schon mal Teil 1, ne? Letzter Wegpunkt. Beginne Vorbereitungsphase. Letzte Überprüfung. Bereit. 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 Verstanden. Kathy, du schaffst das. Ich weiß, dass ich das schaffe. Wir machen das auch ganz in Ruhe. Sieht doch bisher ganz gut aus, glaube ich, hoffe ich, meine ich, zu wissen, zu sehen. Wir machen das ganz easy, Leute. Komm. Kringeln wir uns rein. Celery? Vorbereitung durch. Vorbereitung bestellt. Also, wenn er was kann, dann andocken. Wo ist eigentlich meine Frau? Andocken abgeschlossen. Bestätige. Sauber nicht abgemeldet. Gute Arbeit. Ja. Danke. Ryan, Sarah, ihr dürft das Schiff betreten. Davon sind wir ausgegangen. Wir sind schon auf dem Weg. Verstanden. Später bekommt ihr einen Tadel für Ungehorsam. Ich trage das Urteil mit Würde. Ich kann das mit Ihnen untersuchen. Wir brauchen nur einen... Das ist Tritt nicht nötig. Ein bisschen auf es die ist Bremse, doch nicht nötig, Kleine. Hier zu bleiben. Kathy, respektiere meine Befehle. Du bist meine Schwester. Deine Kommandantin. Weißt du, warum ich nicht auf Lenovo gehen würde dafür? Würdest du dir hier bitte kurz was ansehen? Das Innere ist wie ein riesiges Labyrinth. Könnte dauern. Verstanden, Sarah. Kathy kommt jetzt rüber. Stand up? Wieso sind wir jetzt auf Englisch? Wo soll ich hinkommen? Ich hab hier... Die Arche. Ah, ich ja doch richtig unterwegs. Ich docke Ayla für dich ab. Ich schicke sie rüber. Verstanden.
Hey, meine Hübsche. So, let's schweb. Nice. Das ist ein Gefühl hier mit dem Ding, ne? Wahnsinn. Echt super cool. Juhu. Oh, echt Laune. Ist das auf dem ganzen Schiff so ruhig? Soweit ich weiß. Ja. Sieht ganz so aus, als wäre das geplant gewesen. Ah. Und hier auch wieder dieses Scannen. Wo? Wo war Scannen? Ich guck die ganze Zeit hier nur in die Ferne. ETF ist free, das auf dem Laptop. Obwohl das hier, das muss ich schon fast. Obwohl, was ist das? Das sieht gerade ein bisschen drüber. Wo war Scannen? Ich hab's gerade verpeilt. Stopp, da war was. Oder? Das Ding. Was ist. War sonst noch was, Opa? Oh. Nope. Okay. Jo. Ah ja, doch. Aber das Umherschubsen von Gegenständen in Schwerelosigkeit klappt nach wie vor. Bonk. Oh, ich liebe das. Okay. Bisschen sehr hell. Aha, da müssen wir ein bisschen hoch. Hoch. Nicht den Kopf stoßen. So. Ja, die Immersion ist echt cool. Also. Das ist schon nice. Ich finde, also, wenn ich mich richtig erinnere, fühlt sich das auch echt besser an als bei Deliver Us the Moon. Wow. Ella, siehst du das? So viele Kryokapseln an einem Ort. Da sind wir hergekommen. Auf die Rettungstruppe. Ja. Mit Free DOS. Ich weiß nicht, was heißt das? Hier. Woher hast du diese Daten überhaupt? Hast du Geheimnisse vor mir, Ayla? Schauen wir uns das mal an. Was? Was? Ach, Moment. Ah, ja, ja, ja. Das ist ein Perspektivenrätsel, ne? Let's go! Sind die alle runtergefallen? Das sieht im ersten Moment echt so aus. Nee, sind da hingeflüchtet, oder rausgeflüchtet? Ich weiß es nicht ganz genau. Schwer zu deuten. Die sind zu den Kapseln geflüchtet. Ihr müsst mir echt nicht alle dabei helfen. So alt bin ich nicht. Warte. Rosa? Ihr könnt mich loslassen. Ich werde schon nichts tun. Entschuldigung, Anweisung von Direktor MacArthur. Die werden weggesperrt. Outward Yard.
Willkommen zum Neuanfang. Wir sind wahrer Größe, so nah. Wir die Erleuchteten sind das Ergebnis von 1000 Jahren technologischem Fortschritt. Die Erde war einmal. Sie wird sich nicht von durch uns zugefügten Schaden erholen. Doch jetzt haben wir die Chance, die Geschichte zu korrigieren. Eine Zukunft ohne Konflikt, ohne Spaltung, unberührt von Schwäche und Zweifel. Wir haben Wissen und Kraft, um eine nachhaltige Utopie zu erschaffen. Ein Ort für euch, all eure Kinder und Enkel. Mit meinem 5-Jahres-Plan schaffen wir eine beständige Basis für Outward. Gemeinsam. Und Arche Vita? Brauchen wir dafür nicht alle drei Archen? Den Vorkreifer wie Arche Vita werden wir verkraften, wenn wir hart arbeiten, um sie zu ersetzen. Doch nur gemeinsam können wir Erfolg haben. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, scheitern wir. Wenn wir einander bekämpfen, werden wir scheitern. Bei diesem epischen Unterfangen sind wir nur so stark wie das schwächste Glied. Also, Menschen von Outward, wir stehen an der Schwelle. Gemeinsam können wir etwas Besseres schaffen. Sammelt eure Sachen und macht euch für die Landung der Arche Habitas auf dem Mars bereit. Aufbruch in 2 Stunden. Schon wieder so eine Fluchtgeschichte wie beim ersten Teil, oder was? War die Aktion wirklich nötig? Was wolltest du durch das Umlenken des Schiffs erreichen? Rosa, ich will dich nicht zur Mitarbeit zwingen, aber... Sag das deinen Leuten, die mich eskortieren. Es tut mir wirklich leid, aber wir brauchen dich. Outward braucht dich. Deine medizinischen Kenntnisse sind unabdingbar. Das Leben aller hängt davon ab. Ich gebe mein Bestes. Danke. Ich mache das nicht für dich, William. Oh, Jiminy. War denn nicht in Deliver Us the Moon von Outward auch schon die Rede? Rosa und die anderen. Ela, wenn sie es an die Oberfläche geschafft haben, sind sie vielleicht bei Dad. Ella, ich trage das hier selbst in mein Astro-Tool ein. Also streich das aus deinen Backups, okay? Den anderen sagen wir später Bescheid. Erst suchen wir Dad. Hätte den Planeten. So, was haben wir denn jetzt gerade entdeckt? Die Menschen von Outward, das wird das wohl gewesen sein, ne? Hallo? Oh, warten Sie. Das... Hallo? Ach so, okay. Wo waren Sie? Da. Okay, das nicht. Auseinandersetzungen auch nicht. Comics? Wie man eine Kolonie führt. Ach so. Ah ja, okay. Große Rede über Outward Versprechen an die Kolonie. Offenbar hat Rosa versucht, die Arche zu übernehmen und sie zur Erde zu bringen. Ja, weil das war ja eigentlich das Ziel, ne? Man wollte ja eigentlich mit den Archen, Ich habe vieles nicht gescannt anscheinend. Alter Schwede. Das kommt aber, wenn man immer so story-fokussiert ist. Katastrophe. Wie, ist sie jetzt an? Ja, ist an. Gut. Aha. Oh, okay. Diese Türen. Vollgas! Leute, der Solarenergietransformer der Arche. Diese Paneele haben 90%ige Effizienz. Was? Die besten, die wir in den letzten 20 Jahren gebaut haben, kommen nicht mal auf 40. Sarah, kannst du Daten zum Netzwerk finden? Die können wir als Beweis mitnehmen. Wenn das stimmt, hat Ryan den fortschrittlichsten Energiewandler der Menschheitsgeschichte gefunden. Warum funktioniert er da nicht? Da ist es ja. Er funktioniert. Aber sie haben ihn ausgeschaltet. Komisch. Das notiere ich mir. So. Okay.
Gut, wo möchten wir denn lang? Wir nehmen den deutschen Weg. Und den österreichischen, schweizerischen und italienischen. Oha. What is this? Hallo? Hey, Lampe ist doch an. Was willst denn du? Spiel. Oh. Du Spiel. Marsman, Ausgabe 1, gestrandet. Konrad von Schalk und Amira Torka. Fitnesscenter, ja, das kann sein. Der Astronaut verlässt den Mond, sein Ziel der Mars, seine Vision, eine strahlende Zukunft im Kreise der Begünstigten. Stehst du? Unser Eins fällt wieder hinten runter. Als das Schiff des Astronauten jedoch von einem Asteroiden getroffen wird, steckt unser Held in einem tiefen Schlaf fest. Jahrhunderte umkreisten sein Schiff den roten Planeten und der Astronaut schläft weiter, verborgen und unbekannt bis... Anmerkung des Autors für alle hier auf Outward. Amira und ich haben beschlossen, eine neue Reihe zu schreiben. Ich bin sehr stolz, dass wir unsere Leidenschaft fortführen dürfen und euch allen hoffentlich etwas Freude bereiten können, wenn wir uns auf dieses großartige neue Abenteuer begeben. Mhm. Das muss ich mir notieren. Wirst du wohl gemacht haben jetzt, oder? So, von Scannen ist ja nicht die Rede. Oh, Proteinriegel, geil. Aha. Glaube ich. Ach, das ist nicht ein, das sind 30 Portionen. Der hat ein richtiges Verpflegungspaket. Tschüss. Okay, wir gucken nochmal. Was? Schreck mich doch nochmal. Ah. Okay, ich finde das interessant, dass dieser Chatverlauf von oben nach unten geht und nicht von unten nach oben, wie bei allen möglichen Messengern. Aber naja, gut. Mir ist so langweilig. Das Schiff macht praktisch alles allein. Hast du deine Rotation nicht gerade erst begonnen? Erinnere mich nicht daran. Noch 3 ganze Monate mit Guy. Oder Guy? Wir nennen ihn Guy. Ist vielleicht Franzose oder so. Bevor die neue Gruppe kommt. Oh, ich habe eben mit Tahani gesprochen. Ach ja? Was hat sie gesagt? Ich dachte, das wolltest du morgen bei dem komischen Theaterding machen. Hallo? Sorry, Sicherheitsfritze schleicht hier rum. Musst du so tun, als ob ich arbeite. Die greifen gerade hart durch, wenn man rumlutscht. Luscht. Rumlutscht. Ja, keine Ahnung, Mann. Ich glaube, sie steht nicht auf dich. Sorry. Kopf hoch. Ich sag dir, wie schlecht das Stück ist. Vielleicht bist du da besser drauf. Ja, danke, Mann. Sollte ich für alle Fälle aufschreiben? Ja, hast du. Hoffe ich doch. Ja, hat sie. Sehr gut. Okay. Ja, die ist kein Fitnesscenter, oder doch? Doch, das ist... Ja, nee. Doch. Aber ich sehe kein Laufband im eigentlichen Sinne. So, hilft nix. In Gruft. Schönen Abend, Spielball. Danke. Schön, dass ihr reingeguckt habt, ihr Hübschens. Weiß ja nicht, ob deine Frau noch bleibt, aber ansonsten dir schon mal eine gute Nacht. Und, BB. Hinter dir, Laufband? Was? Wo denn? Ah, da vielleicht. Ja, das stimmt. Da ja, warum hier nix? Ah. Man weiß es nicht. Ich bleib noch was. Okay. Oh. Ist das fein. Oh, kaputt. Kann auch sein. Geh ins Bett, Mann. Schlaf gut. Angenehme Schicht morgen. Die Tür zur Brücke ist verschlossen. Ein Streampunkt sollte sie öffnen. Verstanden. Gebt uns Updates. Juhu. Die mit ihren Streampunkten, ne? Ja, witzig.
Ja, geil. Warte. So. You're a nice one. So. Du kannst dich gar nicht zurückbewegen ohne Strom. Lergummi, ey. Oh, Luftschleuder. Nee. Noch nicht. Geht die Tür dann auch zu? Oder reicht die Stromversorgung dann? Ja, natürlich geht die Tür auch zu. Ja. Wie, wat? Ach so, Entschuldigung. Mein Gedankengang war doof. Moment, erstmal den da. Zack. Ja, ja, ist ja gut. Es sollte sich auch durch Glas verbinden lassen. Ja, habe ich doch gemacht, verdammt. Genau, das war doch meine Idee. Warum petzt die? Nicht petzen. Hallo, dreht. Nein. Jupp. Nicey. Hallo? Wer schon? Biber, ja. Hallo? Warum? So, jetzt. Okay. Hey, geil, ey. Bin durch. Gute Arbeit, Candy. Ja, jetzt weiter zur Brücke. Ja, mach ich ja. Luftschleuder? Weiter zur Brücke? Von außen? Okay. Okay. Fehlt so ein bisschen noch die Alien-Musik hier. Dann mach ich's aus. Beach. Da geht's nicht lang, okay. Ja. Jupp. Hallo, Brücke! Wow. Naja, ich bin auf der Brücke und hier liegen überall Trümmer herum. Klingt fast glücklich. Um ehrlich zu sein, ist das Chaos ziemlich... Schön. Jetzt tu nicht so cool. Kannst du die Ursache erkennen? Ich sehe mich mal um. Was sind das für Trümmer? Ich sehe halt anderweitig keine Beschädigung. Das ist schon ein bisschen suspekt hier. Oha, okay. Ja, jetzt wird's langsam... Hier sind die Notfalltüren aktiviert worden. Dann wurde dahinter die Hülle beeinträchtigt. Also ist das Schiff verlassen, weil die Besatzung ins All gesaugt wurde? Klingt plausibel. Vielleicht war es doch ein Unfall. Hinter diesen geschlossenen Türen liegt die Antwort. Die wir nicht erreichen können. Nein, wohl nicht. Status des Brückenhauptterminals? Moment, ich gucke. Kann ich so noch nicht, Hui. Was? Wo ist denn der Brückenhauptterminal? Da hinten? Das vielleicht? Oh, das hier. Oh. Ich muss die MPT-Wandler reparieren, bevor das Schiff wieder Energie hat. Das zeigt auch die Analyse. Die MPT-Schüssel bekommt keine Energie von den Batterien. Das Betriebssystem des Schiffs ist wirklich gut geschützt. Aber ich
glaube, so öffne ich eine Tür hinter dir. Und zwar... jetzt. Kathy, die Energiezufuhr der Archer hat Priorität. Ja, Sir. Dabei. We're getting this shit fixed, hoffe ich. Oh. Wir können die Verbindung zur NPC manuell wiederherstellen, aber ganz einfach wird das nicht. Ein Knopfdruck reicht wohl nie, was? Das Design ist fast schon bewusst sperrig, als ob man zwei Menschen hier oben zum Überwachen und einen unten zum Starten braucht. Ausfallsicherung? Kathy, du musst sie in bestimmter Reihenfolge verbinden. Ryan, welchen Sicherheitsspielraum haben wir hier? Von Sicherheit kann hier keine Rede sein. Sind wir uns da einig? Unser Ziel ist es, Labus zum Laufen zu kriegen. Wir haben keine andere Wahl. Kathy, sei bitte äußerst vorsichtig. Bin ich. Achtung an alle. Nun? Sind wir bereit oder nicht? Bereit. 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 Okay. Kathy, viel Glück. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Gleich kratze ich ab. Du musst jetzt an der Seite, mein Schätzchen. Alles klar. Weiter zum nächsten. Das ist aber nicht das hier. Wenn es eine Reihenfolge sein soll... Schieben? Natürlich nicht. Ich weiß nicht. Das ist... bestimmte Reihenfolge. Und hier hast du Punkte drauf. 1 bis 6. Oh, warte mal. Ich habe da eine Theorie. Ja, vielleicht mache ich jetzt was kaputt. Pass mit der Energie auf. Okay. Oh, okay. Welche Bildschirme? Entschuldigung, aber hä? Ja, weiter so. Bildschirme? Cool. Was für Bildschirme? Wovon redet die Dame? Ich habe keine Bildschirme gesehen. Ich bin maximal. Ich habe wegen der Übersetzung alles an Screens abgesucht, sage ich dir. Und am Ende nur gelacht, was sie meinte. Okay. Probiere ich nochmal. Ich glaube, das ist der falsche. Ach komm. Geh mal weg da. Nee, da gehe ich, glaube ich, nicht rein. Ja, gehe ich auch mal von aus.
Das war ein Chaos. Der Riss hat einiges durcheinander gebracht. Uff. Aua! Er findet es gleich. Nice. Okay, das echt. Ich wollte gerade fragen, bin ich überhaupt richtig? Bit interesting hier. Ich kann da so draufhalten auf die Dinger, dann gehen die kaputt. Das ist ja witzig. Nice. Ich dachte, ich musste. Weißt schon, ne? Oh, Entschuldigung. Ich bin nur froh, dass es keine Kettenreaktionen hier gibt. Also, zumindest bis jetzt. Boah, brumm. Das macht mich nicht sehr confident. Ein paar weniger hätten es auch... Ja, das ist richtig. Naja, dafür machen andere Hersteller eine Open World, die dir nichts bringt. Aber so kriegst du halt natürlich auch Playtime zusammen, ne? Ist klar. Nice! Yo! Okay. Interessant. Hier gibt's sonst nichts mehr, ne? Scannen ist ne... Oh, okay. Gut. Sieht alles gut aus. Klasse. Okay. Oh Mann, ich bin so gut. Oh, das geht auch? Das wollte ich aber gar nicht. Oder wollen wir die Perspektive oder wollen wir Ego ist immersiver, ne? Oh, schön. Also, ja, doch. Kann man machen, diese Rätselart. Hui. Oha, 3, 4 und 5? Interessant. Nein, halt, stopp. Bin dabei. Hetz mich nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Ja, stimmt alles. Also. Huch! Muss ich mir mal. Mir wird ja ganz übel. Und weiter geht's in den nächsten Raum. Leute, wir sind spitze, würde ich sagen.
Nice. Aber dass man da so einfach durch kann und hier nicht gegrillt wird. Moment. Das war doch die Tür, oder? Nein. Alter! Nee, doch die. Nein. Jetzt habe ich mich irgendwie vertüdelt. Geil. Orientierung. Du bist das, oder? Komm, lass mal gucken. Auch nicht. Moment. Habe ich doch gar nicht gerade gemacht. Du stehst auf dem Kopf. Stimmt. Hui. So, wo waren wir jetzt zuletzt drin? Hier, ne? Hier waren wir drin. Oder? Ace? Oh, klär das mal für mich. Hui. Hier sind wir hergekommen. Wo so näher? Ja. Hä, aber wieso? Hä? Hä? You say what? Warte. So, genau. Jetzt, Moment, jetzt stehe ich richtig. So, jetzt stehe ich richtig rum. Okay. N2 war das erste und das war unten. Da sind wir dann... Oder? Jetzt bin ich verwirrt. Ace! Geh mal gucken hier. Ist doch einer. Genau, da haben wir Power gemacht. Oh, warte mal. Nö. Okay. Also in der gefühlten 4D-Umgebung um meine Orientierung. Alter. Wie gesagt, das haben wir auf, das haben wir auf. Warum ist denn die Tür nicht aufgegangen? Da waren wir doch. Haben wir doch dran. Nummern durchzählen und ausrichten. Aber bin ich schon bei 4, ne? Eins, zwei, fünf, vier. Achso, Ace, Entschuldigung. Ich düse hier mit Ace in der Gegend und bin ich denn doof? Und will jetzt... Hallo? So. Ich habe gedacht, ich hätte hier den zweiten schon gemacht. Ich bin so doof. Okay. My bad. Schau auf die Bildschirme, Cat. Da siehst du die Reihenfolge. Was? Oh, ich hab noch nicht vier. Ich muss den vierten noch machen. Entschuldigung. Blödsinn. Ja, ist ja gut. Nee, ich hab vier noch nicht. Das ist auch sechs, Idiot. Das ist... Oh Gott.
Das ist... Ach, ich kann nicht mal Punkte zählen. Sagen Sie nichts. Cool. Hier. Das ist hier der Sechser. Habe ich auch sehr verwirrt, ja, glaube ich. Hä? Da ist der Fünfer. Okay. Okay. Okay, mir fehlt noch. Der Fünfer. Den kriege ich von hier aus aber nicht angelutscht. Da komme ich nicht raus. Was? Boah. Anderer Raum, ja. Ich muss nur gerade den richtigen finden. Ach, ich bin so ein Honkadin. Juhu! Wow. Wieso habe ich das denn gerade nicht gesehen? Ah ja. Das sieht gut aus. Aber dieses Geflimmer, das macht dich ja wahnsinnig. So, das war 5. Wer baut denn sowas, sag mal? Ist schon ganz dubelig. Oh, jetzt stell dir mal vor, du spielst das auch noch. Alter. Aber man kann ja jetzt, also man muss ja schon sagen, es ist ja auf eine gewisse Art und Weise auch schon kreativ, nicht? Also. Soll ich denn? Hä? Du machst das super. Das ist schön, dass wenigstens einer der Ansicht ist, wenn es der Streamer schon nicht selber ist. Ah, aber wo kriege ich denn den jetzt her, den 7? Ach, das ist ja auch noch einer.
Da ist noch einer, warte mal. Sit. Ja. So. Der ist dran, oder? Ja, der. Nein, dieser nicht! In Ordnung. Das war 8. Wo ist 7? Ich stehe schon wieder auf dem Kopf. Warte mal. Das wird ja, irgendwann wird ja auch echt anders. Warte mal, ich bin dumm. Ach Gottchen, ich bin dumm. Geh mal weg, Ace, bitte. Ich glaube, das stimmt nicht, Kat. Die Ergebnisse passen nicht. Nicht schlimm, solange uns hier nicht alles um die Ohren fliegt. Ja, weiter so. Klasse. Oh Gott, ich muss sie alle noch irgendwie anders verbinden, ey. Das ist ja... Boah, dieses Rumgeschwebe, das ist so cool. Warst du jetzt dran? Ich glaube, ja. Das sieht gut aus. Aber ich schätze, ich muss noch zwei vertauschen. Muss ich gerade nur noch mal gucken, welche. Oder? Nee, doch nicht. Geil. Ich dachte, ich hätte noch mal rumdüseln müssen, aber nee. Okay. Ja, komm. Gut Ding will Weile haben, nicht? Dankeschön. Ja, ich nice. Ich glaube, das war's. Verstanden. Diagnose? Alles innerhalb der Sicherheitsparameter. Hier sieht alles gut aus. Gut gemacht, Kathy. Danke, Sarah. Alles klar. Kat, geh zur Brücke und greif aufs Terminal zu. Wie weit geht zur Brücke? Steht das hier irgendwo geschrieben, wo es hingeht? Bitte. Ich erkenne noch nichts mehr wieder. Ich weiß nicht, was... Doch, das war hier über der Schüssel. Da musste ich raus. Aua, mein Kopf. Hier war ich doch, glaube ich, richtig, oder? Oha. Okay. Also ich glaube, ich will den Weltraum so abkacken. Ich käme überhaupt nicht klar mit diesen vierdirektionalen Geschichten hier. So, ich bin auf Brücke. Opera Team, Archelabus ist funktionsfähig. Glückwunsch, Team. Jetzt noch zwei Archen. MPT-Diagnose, Ayla? Ach so. Was will er von mir? Warum braucht man dafür immer zwei verschiedene Pulte? Das ist... Alter. Claire, die MPT ist wieder voll funktionsfähig. Stelle erneut eine Verbindung zur Oberfläche. Nein. Was? Nein, Kathy. Wir wissen nicht, was dort ist. Wenn du die MPT-Verbindung herstellst, sind wir für alle auf der Oberfläche sichtbar. Denken, dann handeln. Verstanden. Klar. Opera Team, zurück zu Zephyr 3. Wir suchen nach den anderen Archen. Was für ein Marker hattest du nicht?
Ach so, du meinst, den Targetmarker, also Zielmarker. Okay, ja, da suchst du dich natürlich dumm und dämlich, ja. Echt nicht? Eintrittsführung erfolgreich neu optimiert. Vorbereitung Landung. T-2 Minuten bis Reisestufentrennung. Alle verstanden? Verstanden. Verstanden. Ich weiß gar nicht, ob das in den Optionen einstellbar ist. Tut mir leid, wenn ich übertrieben besorgt tue. Ich bin ja nicht Mom. Was ich meine ist, jetzt bist du ja groß. Und ich vertraue dir. Sag ihr doch einfach, dass sie wichtig für dich ist. Danke. Wo ist ihr Problem? Und weiß es immer, Männer können das nicht. So, und jetzt gilt's, Operativ. Wenn also die Bremszündung wirklich nicht klappen sollte, wissen wir, was zu tun ist. Starte. Aber ist meine Zündung. Frau bei den Zuschauern mit dabei? Also, entweder schläft die schon. Ausfall bei der Dreiachsenstabilisierung. Geringe Geschwindigkeitsänderung. Die Schubkrafteffizienz ist gleich null. Ausgleich nicht möglich. Und die tertiären Schubdüsen? Weg. Impulsabbau ist fehlgeschlagen. Massenauswurf bringt nichts. Wir verlieren die Kontrolle. Verstanden. Opera-Team, alle von Bord. Ryan, Sarah, Laderaum, Fluchtkapseln. Kathy und ich probieren noch ein Manöver. Kat, hörst du mich? Kat? Verstanden. Nicht schon wieder ein Backflash. Kathy, das Schiff stabil halten, bis wir zum Landen bereit sind. Führe eine Diagnose der Lageregler aus. Das ist die beste Chance. Verstanden. Jetzt? Ich schicke dir jetzt die Diagnose. Winkel berechnet. Gib sie ein. Was soll ich eingeben? 10, 25, 60, 4. Was? Und wo? Jetzt wird's. Jetzt. Ach so. Okay, jetzt verstehe ich's. Hat schon gewundert, weil er wollte mir den Schalter nicht geben. Gott, diese Steuerung. So viel Verantwortung. Sind drin. Klasse. Sarah, Ryan, Bericht. Ausrüstung gesichert, aber wir müssen die ASI abdocken. Das kann ich von hier machen. Aber auch geschwitzt. Was denn? Was denn jetzt schon wieder? Oh. Hallo? Ach so, beide. ASI gelöst. Verstanden. Gehen zu den Fluchtkapseln. Wehe, wenn ihr nicht hinter uns seid. Verstanden. Kathy, zu den Fluchtkapseln. Ich initiiere die Autostartsequenz. Nein, Claire, lass dich nicht zurück. Yes, Kathy. Ich bin direkt hinter dir. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Rettungskapsel, wo geht's? Bruder, was? Schwesterchen wird's nicht schaffen. Warnung. Automatischer Verschluss von Kapsel 2 steht bevor. Claire, du
los, mach! Claire? Claire, los, mach! Ich komme jetzt! Nein, nein, nein! Ja, es war so klar. Was noch? Ich habe jetzt echt gedacht, von wegen, nein, 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 das Ding, ich habe irgendwas vergessen. Ja, sowas. Oh, Grafikfehler. Ja, da werden noch Patches kommen, denke ich. Oh
Ace! Oder Ayla! Was soll die denn noch sagen? Mal so ganz unironisch. Ich meine, selbst wenn sie es da rausgeschafft hätte, die wäre ja dann quasi ziemlich dumpf aufgeschlagen. Weiß ja nicht. Ase. Es ist sehr laut. Kann ich hier noch irgendwas finden? Warte mal. Warum ist das Ding noch so laut? Okay, wir müssen erstmal einen erhöhten Punkt finden, glaube ich. Schwing deinen Hintern auf den Mars. Genau. Was hat die da mit ihrer Hand? Hält die den... Ach, das ist gar nicht der Daumen. Die hat ja irgendwas drauf. Ich habe gedacht, die hält die Hand nach außen. Also die Handinnenflächen nach außen. Hä? Sarah? Ryan? Könnt ihr mich hören? Habt ihr es geschafft? Ich glaube, dort wurde noch keine Kommunikationsplattform etabliert. Sarah? Ryan? Ich kann übrigens hier nicht in die Ego-Perspektive. Das ist Absicht. Anscheinend. Oh, sie läuft jetzt schneller. Warum? Habe ich doch vorhin schon gesagt, sie möchte das tun. Sarah? Ryan? Hier ist Kathy. Könnt ihr mich hören? Ja. Wir mal abwarten, was der Elon da noch vorhat, ne? Bei Twitter. Aber wenn er so weitermacht, schafft sich die Plattform auf jeden Fall ab. Meinungsfreiheit, oder Meinungsfreiheit ist gut, Äußerungsfreiheit um jeden Preis ist halt auch gefährlich, ne? Aber hüpfen will sie trotzdem nicht. Ach, sie läuft von alleine, jetzt brauche ich keine... Ah, okay. Geil. Sarah, Ryan, bitte komm, wenn ihr... Dort steht ja ein riesiger Phallus. Ist das da rechts ein Marssturm? Finde ich nicht gut. Nice. Nice, 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 nice. Wir befinden uns am Abgrund, sagt mir die Errungenschaft. Katie befindet sich allein auf einem ungemütlichen Planeten. Das ist also sehr positiv ausgedrückt. Ist ja richtig? Ja. Ich brauche Sauerstoff, Ayla. Kann Ayla denn irgendwas? Oh Gott. Wo krieg ich denn O2? Auch nicht mehr wie jedem Shop an der Ecke? Oh Gott, ich werde verkacken. Da hinten. Ich weiß auch nicht, ob Rennen jetzt mehr Sauerstoff verbraucht. Weiß ich nicht. Knöpfchen? Ach, geht automatisch.
Die Station hat meinen Sauerstoff aufgefüllt. Was? Wie kann hier immer noch Sauerstoff sein? Das, ich trau Spielen zu, dass sie das, dass es das nicht tut, teilweise. Also. So aus Learning by Doing quasi. Das ist nicht mehr frisch. Das ist nicht mehr frisch. Nö. Nein! Oh nein! Nein, 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 nein. Nein! Ach du Heilige, das ist so groß. Was ist das? Ach du Scheiße. Kann ich da wieder rein? Bei 60 Grad, minus 60 Grad bleibt das lange frisch. Da war schon gammelig befeucht, also, weißt du? Und jetzt? Hallo? Ach so! Ich habe gerade ein X gesehen, aber wo? Hallo X? Wo ist mein X hin? Ja. Hier sind Bagger, Kräne. Sieht aus wie eine Mine. Ja. Sieht vollkommen verlassen aus. Und ist wohl schon eine Zeit lang den Staubstürmen ausgesetzt. Das war mal ein Braunkohletagebau. Wir müssen auf die andere Seite, um die Arche zu erreichen. Du hast recht. Wir sollten einen Transport suchen. Aber wo? Alter. Ein Rover. Hoffentlich funktioniert er noch. Wie komme ich da hoch? So sollten wir zum Rover kommen. Lass uns dort runtergehen, damit wir den Aufzug nehmen können. Ja, coole Idee. Coole Idee. Oh Gott, man kann gar nicht speichern? Nicht runter, ne? Nein. Okay. Hallo? Keine Router. Ja gut, ich meine, beim PC kannst du etwas exakter einstellen, ne? Aber ich habe jetzt das auch auf DirectX 11 laufen und nicht auf DirectX 12, weil bei DirectX 12 rastet meine 3080 komplett aus und die ist jetzt schon bei 92 Belastung. Allerdings muss man auch sagen, ich streame auch über die Grafikkarte zusätzlich. Also hat die dann dementsprechend mehr Belastung. Aber wie komme ich denn darüber? Ja, wo komme ich überhaupt hin? Ich hab gleich, kann ich eigentlich in die Bude da hinten nochmal rein? Ich glaube, ich werde hier total verkacken. Jetzt auf. Hä? Warum? Hä? Naja, gut, okay. Ich sag nix. Ich sag nix. Oh ja, geil. Kletterpassagen. Yikes. Oh Gott. Mit, so war das. Oh Gott. Also das musst du auch erstmal hinkriegen hier. Oh oh. Ja. Nein!
Ah, ich sag's dir. Koordination ist alles. Hallo? Ach so. Und jetzt? Lul? Ah, ich muss wieder rauf. Okay. Danke, danke, Keoken, für die Rettung. Ich hab gedacht, ich bin jetzt im Arsch. Ich habe jetzt echt gedacht, ich bin im Arsch. Eispickel ausrichten. So. Ich glaube, sie muss runter. Da kann sie nicht einhaken. Hä? Nein! Jetzt bin ich aber gleich im Arsch. Kann ich nochmal da hinten Sauerstoff holen? Geht das? Oder sterbe ich hier an Sauerstoffmangel gleich? Ich glaube, das wird nix. Okay, ich mag diese Kletterpass. Wieso darf ich denn nicht? Hä? Ja, das weiß ich ja. Aber... Ach was. Okay. Nein! Oh, ich krieg das nicht... Ach was! Ach nein, so geht das. Oh, ich bin so doof. Okay, verstehe. Okay, das muss... Ja, okay. Aber ich werde jetzt hier gleich erstmal ersticken. Ich habe gleich kein... Ja, ist doch gut jetzt hier. Ich habe gleich keinen Sauerstoff mehr. Ah, okay. So. Ah, im Fallen einhaken. Okay, das ist... Okay, das verstehe ich. So nämlich. Das habe ich nicht bedacht, dass das auch geht. Die Sauerstoffanzeige ist hinten auf dem, ich habe beinahe gesagt, auf dem Gasolintornister. Also hier oben drauf. Also ähnlich wie bei, wie war das? Dead Space? Die Lebensanzeige auf dem Rücken? Lara hatte den gleichen Eispickel. Ja, das mag sein. Oh Gott. Also das ist, also das, also... Okay. Das kann sie nicht. Schade. Okay. Das ist eine andere Steuerung von dem Klettern hier tatsächlich. Ich bin unten. Das zählt. Goll. Okay. Du musst die Haken. Oder? Oh, ich bin unten. Was hat gezählt? Goll. Alles klar. Hallo? Hack dich ein! Alter! Okay. Ja, ja, ja. Muss ich hier irgendwo hoch? Ja, okay. Schade. Ich dachte, ihr macht jetzt so einen Lara Croft-Move. Springen und dann... Hey. Den loslassen. Den einhaken. Thank you.
Okay. Wenn man den Dreh da erstmal so einigermaßen hat, geht es. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Hui. So, wo muss ich hin? Also umgucken will ich mich dann gleich, wenn ich wieder Sauerstoff habe, ja? Der Aufzug scheint nicht zu funktionieren. Ich weiß. Es muss eine Stromzufuhr geben. Ja. Es muss aber auch Sauerstoff irgendwo geben. Nein! Oh. Hallo? Da. Hallo? Klettern. Klettern. Danke. Ja, ich auch. Ich suche eigentlich nur einen Safe Spot, wo die dann auch nochmal speichern hier. Alles klar. Ja, geil. Achso, ich mach's manchmal zu kompliziert. Nein! Oh, falscher Knopf. Oh. So, Puppe. Ja, Tom Riddle, ja. Es ist halt die Synchronisation deiner Knochen, ne? Ein bisschen Twin-Stick-mäßig. Mit den LR-Tasten. Ich muss zurück zur Erde. Hierher zu kommen war falsch. Bitte, bitte, ich will nur... Du bist verwirrt von Kryo. Isaac ist auch wieder dabei. Ich will mich nicht beruhigen. Ich muss zurück zu meiner Tochter. Ich weiß, dass du es besser weißt. Ich weiß, dass du tief im Innern verstehst, dass das, was du sagst, töricht ist. Bitte, William. Bitte, lass mich zurück zur Erde. Und wie genau stellst du dir das vor? In der ganzen Arche? Wie glaubst du, wird man dich empfangen? Als Helden oder Straftäter? Gehst du einfach so zurück, dann kommst du deiner Tochter auch nicht sehr viel näher. Ich weiß, du verstehst das. Du und ich. Wenn wir zur Erde zurückkehren, macht man uns gleich den Strafprozess. Dort wären wir die Verräter der Menschheit, nicht ihre Retter. Und mit du was? Du bekämst Kathy dort nur durch Knastgitter zu Gesicht. Mit Recht. Schau. Unsere Abbaugeschwindigkeit lag bei etwa 20 Millionen metrischen Tonnen in den letzten 3 Jahren. All das, Isaac, erbaut nach deinen Entwürfen. Anhaltswerten, Einsichten. Jetzt bist du hier. Und Arche Vita auch. Stell dir nur vor, was wird Outward wachsen? Es wird zu dem, wovon wir einst träumten. Die unbarmherzige Entscheidung von damals tut mir sehr leid. Wenn wir je Leute von der Erde bringen können, gehen wir sicher, dass deine Tochter mit uns kommt. Doch davor konzentrieren wir uns auf die Gegend. Ob die da auch Terraforming vorhaben? Wir brauchen dich, Isaac. Bin mal gespannt. Bist du dabei, alter Freund? Ich frag mich, ob man dann da so derbe rudeln muss. Aus. Wir räumen dein Quartier in Habitas. Dann kannst du auch klar denken. Okay? Okay. Ja, mal eben so da abhauen ist auch schwierig. Was haben die denn da? Die haben doch nur die Archen da. Wir können doch nicht einfach irgendwie zurück zur Erde, oder sehe ich das falsch? Wieso, Daddy hatte ich nicht vergessen.
So, die Frage ist, hat das jetzt gespeichert? Bis zum Rover gucke ich mit. Zum Rover werden wir aber heute nicht mehr kommen, weil es gibt so einige, die müssen jetzt auch ins Bett, inklusive meiner Wenigkeit, sag ich mal. Ich werde das jetzt einfach mal im Hauptmenü, ich hoffe, ihr habt das gespeichert, ansonsten müssen wir ein paar Meter normal machen. Dann ist das so. Nicht wahr? So ist es. Aber ich guck mal, verlass mal das Spiel. Ich guck mal, ob ich noch jemanden habe, wo wir mal eben kurz vorbei können und ihm eine Freude oder ihr eine Freude machen können. So, wen haben wir denn heute noch abends da? Wer hat denn heute noch Lust? Boah, was ist hier los? Da. Haben wir doch gleich schon die richtige erwischt. Ach was, sein. Genau, immer leise hier. So. Dann werden wir nochmal zur lieben Rea gehen. Ist auch eine ganz, 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 ganz nette Streamerin. Cool. Die spielt ein interessantes Spiel. Das nennt sich Lamplight City. Wir gucken mal. Dankeschön. Wann geht's weiter? Am Montag geht es weiter, weil morgen geht's dann zu Rongor Schatten, zu Doreen. Wochenende bin ich also nicht da und dann geht das Montagabend weiter um 19.30 Uhr. Ja. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Auch JSOC, dankeschön, dass du so lange dabei geblieben bist. Ja, wir werden uns auf jeden Fall dann am Montag sehen. Wer Lust und Zeit hat. Ihr Hübschens. Dankeschön, ihr Hübschen. Und dann, wie gesagt, Montag. Wer Lust hat, Montag 19.30 Uhr. Ihr kennt den Kram größtenteils hier. Ihr wisst Bescheid. Euch eine gute Nacht. Viel Spaß noch bei Rea. Haut rein. Tschüss. So. Eben schnell noch bei Rea rein. Möchte ich mal noch gar nicht reden. Oh, guck mal, der Teppich sieht aber oll aus, oder? Hallo, Rongor, grüß dich. So. Hello, hello. Jetzt machen wir hier auch Feierabend. Euch eine gute Nacht, einen guten Tag, einen schönen Morgen, wie auch immer. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ciao. Trouble.